hier im Hotel Klostergarten in Kevlar und überall dort, wo Sie unserem Livestream im Internet folgen. Mein Name ist Karl Döring. Ich bin Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Kreis Kleve. Dazu gehören die AWO, die beiden Caritasverbände Kleve und Geldern-Kevelaer, die Paritäter, das Deutsche Rote Kreuz und die Diakonie. Als freie Wohlfahrtspflege sind wir Säule des Sozialstaates. Unabhängig und partnerschaftlich arbeiten wir nach dem Prinzip der Subsidiarität mit den öffentlichen Sozialleistungsträgern zusammen. Auf der einen Seite sind wir Dienstleister im Sozial- und Gesundheitswesen. Deutschlandweit sind etwa 50% aller sozialen Einrichtungen in Trägerschaft der freien Wohlfahrtspflege. Hier bei uns im Kreis Kleve ist der Anteil weitaus höher. Auf der anderen Seite sind wir Sprecher sozial Benachteiligter und bringen uns in die Gestaltung von Gesundheits- und Sozialpolitik auf allen politischen Ebenen ein. Vor diesem Hintergrund richten wir die heutige Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl am 13.09.2020 aus. Wir wollen mit Kandidatinnen und Kandidaten für das Landratsamt ins Gespräch kommen über die Aspekte von sozialer Arbeit und von Gesundheitspolitik, so sie sich auf Kreisebene beeinflussen lassen. Ich freue mich daher sehr, dass ich heute drei Kandidatinnen und Kandidaten hier begrüßen darf. Herzlich willkommen, Silke Gorrissen, Guido Winkmann, Peter Driessen. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind, um mit Fachleuten unserer Verbände ins Gespräch zu kommen. Durch den Abend führen wird Tobias Budde. Sie kennen ihn in erster Linie als Sportjournalisten. Lieber Herr Budde, gerne gebe ich Sie an Sie ab zu Ihrer Feuertaufe im Themenfeld der Sozialpolitik. Vielen Dank, Herr Döring, für die einleitenden Worte. Auch von meiner Stelle natürlich nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wir wollen heute auch so ein bisschen schauen auf die Arbeit der Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Kreis Kleve und für Sie zu Hause eine Entscheidungshilfe sein. Für Sie, für wen setzen Sie am 13. September Ihr Kreuz? Wer setzt sich für die Belange ein, die Sie interessieren? Und dafür haben wir natürlich alle drei Kandidatinnen bzw. Kandidaten da. Herr Döring hat es schon gesagt. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und ich würde sagen, damit Sie auch alle wissen, wer sitzt hier überhaupt? Was möchte derjenige oder diejenige für den Kreis Kleve tun? Wie sieht derjenige oder diejenige die Arbeit der Verbände? Und wie muss die Politik vielleicht auch diese Arbeit unterstützen? Ja, das wäre dann die Vorstellungsrunde. Und ich würde sagen, der Einfachheit halber wandern wir mal hier rechts rum im Kreis von Silke Gorrissen über Herrn Winkmann und dann zu Peter Driessen. Also, Frau Gorrissen, Feuer frei. Mein Name ist Silke Gorrissen, ich bin 48 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwältin, bin die CDU-Kandidatin für das Amt der Landrätin, hoffe ich dann. Und ich freue mich erstmal und sage danke, dass wir heute Abend die Einladung bekommen haben, hierher zu kommen, über wichtige Themen zu sprechen. Ich kann sagen, die Fragen haben es durchaus hier und da in sich, aber man sieht auch, wie viel Fachexpertise zusammengekommen ist. Und ich weiß nicht, wie viel Redezeit habe ich, dass wir... Ja, also 60 Sekunden. 60 Sekunden, die habe ich dann ja schon fast um. Und dann gehen wir, denke ich, wahrscheinlich gleich in die Themenfelder im Einzelnen. Ja, das wird auch so ein bisschen meine uncharmante Aufgabe heute sein, immer dazwischen zu grätschen. Vielleicht auch dann, wenn es spannend ist, aber vielleicht passiert es ja auch nicht so oft. Herr Winkmann, wer sind Sie, was haben Sie vor, wie sehen Sie die Arbeit der Verbände? Ja, Guido Winkmann, 46 Jahre alt, Beamter beim Landeskriminalamt in Düsseldorf. Gleichzeitig kennt mich der eine oder andere auch, weil ich am Wochenende Fußballschiedsrichter in der Bundesliga bin. Ich stehe ohne Parteien hier, quasi als Alleinkämpfer aus dem Südkreis, aber natürlich nicht für den Südkreis, sondern für alle. Was mich antreibt, ist Gerechtigkeit. Die Themen heute, glaube ich, haben ganz, ganz viel damit zu tun, wo wir gleich sprechen werden. Vielleicht ein, zwei Sätze noch zu mir. Ich habe vor einigen Jahren Verfahren geführt im Bereich der Ermittlungskommission Soleo gegen russischsprachige Pflegedienste. Und das Interessante war damals, ich habe zum ersten Mal beide Seiten kennengelernt. Einmal die Seite als Kriminalbeamter, der quasi das Unrecht sieht und dann aber auch die Kunden, diejenigen sieht, die quasi Hilfe benötigen. Und ich glaube, es ist für mich ein ganz interessantes Spektrum gewesen und ich freue mich heute auch dann hier meine Erfahrungswerte mit in die Runde einbringen zu können. Vielen Dank. Herr Driessen. Peter Driessen, Diplom-Verwaltungswirt mit Zusatzausbildung an der Wirtschafts- und Verwaltungsakademie zu Duisburg. Ich bin Bürgermeister seit 2004 in der Gemeinde Wittbichau
Führungserfahren und auch Verwaltungserfahren. Ich arbeite mit den Verbänden, die hier vorne am Tableau stehen, seit relativ langer Zeit zusammen, also mit der Caritas, mit der AWO, aber auch mit dem Paritätischen. Ich muss sagen, ich schätze deren Arbeit sehr. Ich glaube, die Arbeit der Paritätischen Wohlfahrtsverbände machen das Leben im Kreis Kleve deutlich besser und vielen, vielen Dingen auch einfacher. Vielen Dank an alle drei. Jetzt haben Sie schon einen kleinen Eindruck bekommen. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze zum Ablauf heute sagen. Es gibt drei große Themenblöcke und wie Sie vielleicht sehen, sitzen wir nicht alleine hier, sondern das Podium ist prall gefüllt mit netten Damen und Herren aus den jeweiligen Verbänden. Denn den Experten hier, denen brennt vielleicht auch die eine oder andere Frage auf den Lippen, die sie direkt an die Kandidatin bzw. die Kandidaten stellen wollen. Und jetzt beginnen wir direkt mal mit Themenfeld Nummer 1. Das ist das große Feld Pflege und Gesundheit. Und die Frage Nummer 1 kommt von Bernd Wessels. Er ist von der Paritätische Kreis Kleve. Hallo, Herr Wessels. Ihre Frage oder Ihr Anliegen, es dreht sich um die kommunale Pflege- und Gesundheitskonferenz. Was haben Sie auf dem Herzen? Ja, ich möchte zur kommunalen Pflege- und Gesundheitskonferenz sprechen und kurz einleitend sagen, die kommunale Gesundheitskonferenz ist im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst geregelt. Unter Beteiligung von Kreistagsmitgliedern, Vertretern der Ärzteschaft, der Krankenkassen und der Patientinnen und Patientenvertreter, Selbsthilfegruppen, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden sollten Themenfelder der Prävention und Gesundheitsförderung bearbeitet werden, die koordinations- und transparenzbedürftig sind. Das schließt die Betrachtung der demografischen Prozesse, die Abhängigkeit von sozialer Balance und eine gesunde Quartiersentwicklung ein. Im Kreis Kleve heißt sie etwas erweitert Kommunale Pflege- und Gesundheitskonferenz. Aktuell werden die Potenziale des Gremiums wenig genutzt. Der letzte Gesundheitsbericht datiert auf 2013. Die Fortschreibung der Inhalte und die Beratung und mögliche Umsetzung in kommunalpolitisch angepasste Handlungsanweisungen finden nicht statt. Und jetzt konkret die Frage: Welche Ziele hätten Sie als Landrätin, Sie als Landrat für die Kommunale Pflege- und Gesundheitskonferenz und wie würden Sie diese umsetzen? Ja, dann Feuer frei. Der möchte oder die möchte. Dann würde ich ganz gerne vielleicht starten, wenn Feuer frei ist. Also ich halte dieses Gremium für sehr wichtig. Für mich würden sich auch viele Fragen ergeben, warum ist so lange nicht getagt worden. Ich finde es auch gut, dass der Austausch hier dann nochmal angemahnt wird. Selber wäre ich jetzt ja ganz neu dann auch im Amt der Landrätin. Das heißt, noch unerfahren auch mit der Pflege- und Gesundheitskonferenz, muss man ja auch klar dazu sagen. Da finde ich, steht dann auch ganz am Anfang einer Amtszeit, wenn man damit auch wieder starten würde, erstmal auch die Akteure kennenzulernen, die Aktionen kennenzulernen, aber auch die Anliegen kennenzulernen und auch im Vorfeld dann abzufragen, welche Themen sind jetzt besonders wichtig, stehen an erster Stelle, welche müssten aufgenommen werden in die Konferenz und auch die Frage zu stellen, wer wird denn an diesen Konferenzen alles beteiligt und muss man das vielleicht auch von Seiten der Akteure erweitern? Die Idee ist mir noch gekommen, wenn es ja auch um Prävention geht, Gesundheitsprävention, ob man beispielsweise, wir haben in der vergangenen Woche eine Diskussionsrunde gehabt beim Kreissportbund, nicht auch den zum Beispiel mit einbinden könnte und aktiv fragen könnte, was können auch die Vereine zum Beispiel dazu beitragen? Und ich glaube, dann könnte man auch insgesamt noch mal überdenken, ja, welche Stellschrauben, welche Räder müssten so ein bisschen gezogen werden, ineinander greifen, um halt genau diese Ziele zu erreichen, die Ihnen wichtig sind, die ich aber auch erst kennenlernen müsste. Ja. Bevor hier ein falscher Zungenschlag reinkommt, auch durch meine Fragestellung vielleicht etwas nicht so klar rübergekommen. Die Pflege- und Gesundheitskonferenz tagt schon, auch seit 2013. Der Gesundheitsbericht ist erst nur seit 2013 nicht mehr aktualisiert. Was wesentlich wichtiger wäre zu wissen, dass die Möglichkeit, sich in dieser Gesundheitskonferenz auszutauschen, beispielsweise durch Geschäftsordnung unterbunden wird, beispielsweise es dürfen keine Mitteilungen gemacht werden, weil nach der Geschäftsordnung Mitteilungen nicht möglich sind. Oder aber es dürfe nach der Geschäftsordnung der Punkt Top Verschiedenes nicht angeführt werden, weil die Mitteilungen oder die
die Tagesordnungspunkte der Pflege- und Gesundheitskonferenz vorab mitgeteilt werden von den jeweiligen Teilnehmern. Und wenn nicht mitgeteilt wird Verschiedenes, dann darf Verschiedenes nicht stattfinden. Was ich im Grunde eigentlich für sehr wenig umgänglich halte, wenn man sich die Themen offen machen möchte. Da gingen wir zwei Hände recht schnell hoch. Was wollen Sie ja wissen? Gerne. Also in der Tat, die Pflege- und Gesundheitskonferenz war also jetzt nicht das Steckenpferd unseres jetzigen Landrats. Ich glaube, er war, ich sag mal, nicht so zielorientiert. Ich halte es für ganz, ganz wichtig. Aber ich würde auch in der Tat eine andere Geschäftsordnung da drauf setzen. Jetzt im Moment ist es eine beratende Funktion. Und ich glaube, man kann dieses Instrument der Pflege- und Gesundheitskonferenz wesentlich besser nutzen. Und den Bericht, den Sie angesprochen haben, ist ja auch nicht vom Kreis erstellt worden, sondern das hat ja hier die Caritas / die AOK gemacht, Frau Nicholson, beziehungsweise Frau Meyer, das ist also noch nicht mal vom Kreis gemacht worden. Und ich glaube, da liegt noch eine ganze Menge Potenzial, einfach auch Pflege und Gesundheit. Und Pflege und Gesundheit wird ja meistens mit älteren Menschen und kranken Menschen in Einklang gebracht. Wir haben ja auch eine relativ hohe Anzahl von Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen, die gepflegt werden müssen, meistens von Familienangehörigen. Und wir haben zum Beispiel bei uns im Kreis Kleve nicht irgendwo eine Tageseinrichtung, wo diese Kinder beziehungsweise Jugendlichen oder jungen Heranwachsenden, ich sag mal, zeitweise abgegeben werden können, um die Familien zu entlasten. Ich glaube, das muss ein Entscheidungsgremium werden, nicht nur ein Beratungsgremium. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, und ich will daran arbeiten, dass wir das hinbekommen, dann wird, ich sag mal, Pflege, Gesundheit planbarer, zukunftssicherer gemacht. Herr Wegmann, Sie auch gerne. Wir haben es gehört, Gesundheitsbericht der letzte 2013. Wie kann sowas passieren, beziehungsweise wie kann man sowas verhindern? Ja, ich habe mir den Gesundheitsbericht mal angeguckt. Das sind 69 Seiten, die tatsächlich erstellt worden sind von verschiedenen, ich sage einfach mal, Personen innerhalb der Träger. Jeder hat eine eigene Aufgabe. Und was mir dann aufgefallen ist, ich habe mir dann auch mal von 2013 bis 2020 mal alle, ich sage einfach mal, Berichte dieser Kommission angeguckt. Ich bin ganz ehrlich, so viel teilweise Streit und so viel Unfrieden, der teilweise zwischen den Zeilen lesbar war, muss ich sagen, ist für mich relativ unverständlich, weil Gesundheit, Pflege ist ja ein wichtiges Thema. Natürlich ist das so, dass die Parteien dann da sitzen, jeder hat sein eigenes Ziel. Aber auf der anderen Seite, es herrscht kaum Pragmatismus. Und wenn man den Gesundheitsbericht liest, ich habe so mir einfach mal so zum Schluss die letzte Seite des Gesundheitsberichts, zeigt 7 oder 8 Ziele auf. Da steht zum Beispiel drin, eine Imagekampagne, zukunftssichere Arbeitsplatz, Gesundheitsberufe im Kreis Kleve abzuhalten. Es stehen also Dinge drin, die Ausbildungszahlen zu erhöhen. Es ist alles von 2013. Es ist aber nicht fortgeschrieben worden. Und eigentlich müsste man jetzt hingehen, aus meiner Sicht, erstmal freiwillig auch, 2013, was ist gemacht worden seitdem? Auf der einen Seite, man wird dann feststellen, viele Dinge sind nicht umgesetzt worden, einige sind umgesetzt worden, zum Beispiel Quartiere sind erstellt worden. Aber wir müssen jetzt dazu kommen, zu sagen, was ist Stand 2020? Und dann nochmal evaluieren, was passiert in den nächsten 7 oder 8 Jahren. Sind die Zahlen von der Bertelsmann Stiftung von vor 7, 8 Jahren aktuell gewesen oder nicht? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess. Und dann, dem zweiten Schritt, müsste man reingehen und sagen, was gibt man dieser, ich sag mal, Kommission für, ist es ein beratendes Gremium oder gibt man noch mehr? Ich bin da für mich erstmal noch unschlüssig. Die Geschäftsordnung, ich finde das manchmal auch, das ist manchmal zu regulativ. Wir müssen eigentlich, aber es ist halt noch nicht so gegeben. Dieser Pragmatismus, der fehlt, wenn aktuelle Probleme da sind. Das muss mit auf die Tagesordnung, das muss zukünftig besprochen werden können. Herr Wessels, was denken Sie über das Gesagte bis jetzt? Also unstreitig ist ja die Pflege- und Gesundheitskonferenz eine Pflichtaufgabe. Da geht kein Weg dran vorbei. Die Geschäftstätigkeit ist bei der unteren Gesundheitsbehörde, das Gesundheitsamt, also beim Kreis. Und da geht es eigentlich auch um die Ausstattung der Geschäftsstelle, um die personelle Ausstattung der Geschäftsstelle. Wenn sich die personelle Ausstattung der Geschäftsstelle darauf beschränkt, Tagesordnungspunkte entgegenzunehmen oder Sitzungsvorlagen zu empfangen und diese dann über eine Einladung zu verteilen und zum Schluss seine Niederschrift davon abzugeben, dann ist das eigentlich eine erschöpfende Arbeit, die jetzt im Augenblick ausgeführt wird, aber wenig zukunftsweisend oder wenig an dem Thema orientiert, was hineingetragen wird von den jeweiligen Beteiligten. Wenn ich für den Paritätischen jetzt sprechen darf, wir stehen für, ich sage jetzt mal, ich komme aus der Selbsthilfe, im Paritätischen mit dem Selbsthilfebüro, mit rund 150 Selbsthilfeorganisationen, alles Leute, die im Ehrenamt unterwegs sind. Und wenn die Unterstützung nicht durch Administration in der Kreisverwaltung erfahren, wo soll es denn passieren? Wie will man das Ehrenamt sonst noch auf nach oben bringen? Vielen Dank. Bevor da jetzt jemand zwischengeht, komme ich nämlich jetzt zu meiner Aufgabe, diesen Themenblock erstmal abzuschließen. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen schlauer als vorher, konnten ein bisschen was mitnehmen.
Und jetzt komme ich mal zu einem zweiten Experten hier in der Runde. Das ist Malcolm Lichtenberger, Fachbereichsleiter pflegerische Dienste bei der Diakonie im Kirchenkreis Kleve. Und Herr Lichtenberger möchte sprechen über Pflegestützpunkte im Kreis Kleve. Feuer frei. Ja, schönen guten Abend zusammen. Freue mich, hier sein zu können. Erlauben Sie mir auch einen kurzen Einstieg. Seit 1. Januar 2009 haben in Deutschland alle Menschen mit Pflege- und Versorgungs- bzw. Betreuungsbedarf, die nach Leistungen SGB XI, die sie dann beziehen oder beantragen, einen gesetzlichen Anspruch auf eine unabhängige, kostenlose und individuelle Pflegeberatung. Mithilfe der gesetzlich verankerten Pflegeberatung sollen Beratungs- und Koordinierungsleistungen nicht mehr isoliert voneinander erbracht, sondern orts- und familiennah gebündelt werden. Der Kreis Kleve hat in Kooperation mit den zuständigen Pflegekassen seit 2009 einen virtuellen Pflegestützpunkt zur Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen eingerichtet. Der Stützpunkt nimmt Anfragen telefonisch entgegen und berät rund um das Thema Pflege telefonisch in den Geschäftsstellen zuständiger Behörden und Pflegekassen oder aufsuchend in den Wohnungen der Ratsuchenden. Laut Bericht der NRZ nun vom 7.2.2019 gab es für den virtuellen Pflegestützpunkt des Kreises Kleves kaum Nachfrage. In den vergangenen 6 Jahren gab es dort 2 Anrufe. Ich möchte da gerne noch ein paar Zahlen sprechen lassen. Laut der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes, veröffentlicht in 2019, kann in Deutschland von rund 3,4 Millionen Pflegebedürftigen ausgegangen werden. Circa 2,6 Millionen, 76% der Pflegebedürftigen, werden in häuslicher Umgebung versorgt. Davon werden etwa 1,7 Millionen, 52% ausschließlich durch Angehörige betreut. Somit kann man relativ einfach festhalten, dass die Herausforderung der häuslichen Versorgung pflegebedürftiger Menschen von zahlreichen Familien angenommen wird. Pflegende Angehörige entlasten dadurch im großen Umfang die Sozialsysteme. Ich komme zu meiner Frage. Umso wichtiger erscheint uns daher, dass diese Menschen gut beraten und begleitet sind. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, den Pflegestützpunkt in Kleve weiterhin virtuell zu führen? Oder ist vorstellbar, diesen Pflegestützpunkt personell zu besetzen, zum Beispiel möglicherweise auch durch eine Delegation im Sinne eines die Neutralität wahrendes, trägerübergreifendes Angebot? Wer möchte? Los geht's. Ja. So, starten Sie? Bitte, jetzt sind Sie dran. Okay, dann starte ich. Gut. Also am Ende habe ich heute mal kurz da angerufen und habe mal gefragt, wie sind die Zahlen? Und ich kann Sie beruhigen, die Zahlen sind nicht gestiegen. 3 Anrufe in diesem Jahr. Das heißt, Sie haben vollkommen recht, das, was in der NRZ drin stand, nämlich 2 Anrufe über 6 Jahre, jetzt sind es 3 in diesem Jahr gewesen, ist tatsächlich auch verifiziert somit. Was ich überlegt habe, und ich habe auch mit 2, 3 Fachleuten gesprochen, es gibt immer 2 große Probleme. Einmal die Bekanntheit eines Angebots, und dieses Angebot ist im Kreis Kleve nicht bekannt. Sie werden es kaum finden, Sie finden es kaum veröffentlicht und Sonstiges, das ist das Erste. Und das Zweite, was immer ganz wichtig ist, Leute trauen sich oft nicht zu fragen, wenn sie in einer Not- oder Hilfesituation sind. Trauen sich nicht in irgendeiner Form irgendwo hinzugehen und einfach mal nachzufragen, kann ich irgendwelche Hilfe von euch erlangen? Die Scham ist einfach da. Und ich glaube, deswegen ist die Frage, finde ich, sehr, sehr gut. Wir müssen dazu kommen. Also ich würde das unterstützen, dass man zentral im Kreis Kleve ein Angebot macht. Aber dieses Angebot muss auch dementsprechend vermarktet werden, damit wir dazu kommen, dass es auch genutzt werden kann. Ob es dann von Trägerseite ist oder ob der Kreis sich da in irgendeiner Form vernünftigerweise engagiert, ist jetzt die zweite Sache. Aber wir müssen dieses Angebot erst einmal an den Markt bringen, damit es überhaupt sichtbar ist. Und die Leute müssen sich trauen, anzurufen. Trotzdem virtuell? Nur mal kurz nachgefragt. Es gibt 2 Probleme. Virtuell, glaube ich, ist erstmal besser, dass man irgendwo anrufen kann, weil, nehmen Sie mal die Ortschaften an, wenn Sie irgendwo hingehen im Ort, wo Bekannte sitzen, die Leute, auch ist ja auch im SGB-II-Bereich so, man traut sich häufig nicht, dort in die Büros zu gehen, weil es sitzen Leute aus dem Ort dort, die einen kennen. Die Scham auf dem Land ist sehr, sehr groß. Und das ist so das Problem, was ich einfach sehe, dass man vielleicht dazu kommen muss, dass wenn man aktiv etwas macht, wo man von Face to Face etwas macht, dass man es nicht unbedingt in seinem eigenen Ort macht, sondern irgendwo hinkommt, aber auch kommen kann dann oder kommen muss mit ÖPNV oder sonstigem, wenn man nicht mobil ist, dass man es erreicht, sich zu trauen, sich zu öffnen. Das ist das, was viele Menschen halt nicht machen.
Wenn ich jetzt höre, seit 2009 gibt es diese virtuelle Anlaufstelle. Eigentlich als Außensteher denkt man immer, ist doch toll, wenn es mal Digitalisierung gibt. Aber warum wird das da nicht angenommen, Herr Drissen? Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Pflegestützpunkt, der virtuelle Pflegestützpunkt bei der AOK wirklich nicht bekannt ist. Ich habe selber erlebt, meine Frau musste die Pflege meiner Schwiegermutter übernehmen. Und ich kann Ihnen sagen, Menschen in der, ich sag mal, Form alleine zu lassen, das hat unglaublich viel Arbeit gekostet, bevor wir uns durch den Dschungel der Behörden, aber auch, ich sag mal, nachher durch die Gerichte, durchgekämpft haben. Und jetzt bin ich privilegiert. Einmal kann ich ein Gesetz lesen. Das Zweite ist, ich kenne Leute, die man fragen kann. Ja, ich glaube, es muss irgendwo jemand angesiedelt werden, und zwar in persona, der jemandem erklärt, hier von wegen, wie Pflege geht, wo man Unterstützung bekommt, wo man Hilfe bekommt und welche Einrichtungen es gibt, um den Pflegenden, zu Pflegenden gegebenenfalls auch zeitweise unterzubringen. Ja, also unterzubringen heißt räumlich unterzubringen. Ich wäre sehr dafür, oder ich bin dafür, dass der Kreis Kleve eine Person in der Gestalt vorhält, damit man sich daran wendet. Und Sie sprachen das gerade an, Neutralität. Neutralität ist für mich unheimlich wichtig. Entweder wir gehen auf die Anbieterseite, also sprich auf die Seite der Pflegeanbieter, oder wir müssen bei der Krankenkasse nachfragen. Und beides ist meines Erachtens nicht neutral, weil beide irgendwo mit im Geschäft sitzen. Frau Gorissen, wie sehen Sie das? Weil grundsätzlich so ein Pflegestützpunkt ja eine tolle Sache, muss man sagen. Finde ich auch. Und ich glaube auch, dass ein großes Problem einfach darin liegt, dass er nicht bekannt ist. Denn der virtuelle Pflegestützpunkt unterbreitet ja eigentlich das Angebot zu sagen, wir sind erreichbar und wir würden auch sogar rauskommen und beraten. Aber in der Praxis sieht es ja in der Tat so aus, dass Menschen, die in die Situation kommen, dass ein Angehöriger gepflegt werden muss, oft eine enorme Mühle durchmachen und erstmal sich erkundigen müssen, wer kann mir da weiterhelfen. Und dann geht es auch um die Frage, wo bekomme ich Hilfe her, egal ob ich zu Hause pflege oder ob ich beispielsweise eine Heimunterbringung brauche. Das ist sehr schwierig, sich da zurechtzufinden, und meistens hilft es einem nur, wenn man jemanden kennt, der sich auch wieder damit auskennt. Ich glaube, dass dieser virtuelle Pflegestützpunkt einfach nicht bekannt ist. Und man kann ja wirklich etwas Gutes draus machen, weil ein gutes Angebot da ist. Und daher meine ich, sollte der erste Schritt sein, dass man ihn bewirbt und schaut, wird es dann besser angenommen. Wir haben natürlich immer die Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, sollte es andere entsprechende Angebote geben, so wie der Vorschlag, den Sie jetzt gerade unterbreitet haben. Da finde ich das schwierig, jetzt direkt zu sagen, ja, sollte man so machen, weil ich auch glaube, dazu gehört auch die Überlegung, wie soll so ein Konzept aussehen, wer kommt für die Kosten auf, wie kann man da zusammenkommen. Aber da sollte es in dem Punkt auch einfach keine Denkverbote geben, denn Pflege geht eigentlich jede Familie irgendwann früher oder später etwas was an. Und jeder kommt von uns in die Situation, dass man vielleicht Eltern hat oder einen Partner hat oder, wenn es schlimm kommt, auch Kinder hat, die gepflegt werden müssen. Und da ist das A und O, dass Menschen zur Stelle sind, einen auch an die Hand nehmen können. Und wir erleben das ja auch immer wieder, dass selbst Menschen, die sich gut auskennen damit, wie werden Anträge gestellt, wie muss man bestimmte Behördengänge machen, wie muss man bestimmte Stationen anlaufen, trotzdem Probleme haben. Und es gibt eine Vielzahl von Menschen, die sind da auch dringend auf Hilfe angewiesen, die einfach auch manchmal gar nicht wissen, welche Möglichkeiten der eigenen Entlastung habe ich auch, und diese dadurch auch gar nicht in Anspruch nehmen. Und da ist einfach auch die Unterstützung gefragt. Und da meine ich, sollte man gerade im Sinne dieser Menschen auch schauen, was sind jetzt die besten Möglichkeiten und kann man vielleicht auch zwei Dinge nebeneinander laufen lassen. Ich hielte das für verkehrt zu sagen, man stampft zum Beispiel so einen virtuellen Pflegestützpunkt einfach ein. Gerade in Zeiten auch von Digitalisierung muss man auch zweigleisig fahren können. Da müssen Menschen sein, die greifbar sind. Und da muss es auch einfache Wege geben, ohne dass ich Wege zurücklegen muss, das auch digital zum Beispiel zu machen. Und da sollte man wirklich schauen, wie man das für die Zukunft gut aufstellen kann. Macht Ihnen das Mut? Macht Sie das zuversichtlich? Grundsätzlich macht mir das Mut, dass das so positiv aufgenommen wurde und dass ich das Gefühl habe bei Ihnen allen dreien, dass Sie da Schwung aufnehmen wollen. Ich möchte noch einfach mal sagen, dass Pflege ein ganz höchst sensibles Gebilde ist, also eine Pflegebedürftigkeit. Das ist eine ganz intime Geschichte, und Beratungsstellen müssen einfach niedrigschwellig angeboten werden. Die Beratungsstelle muss mit Menschen besetzt sein, weil um überhaupt eine Pflegesituation zu erfassen, um wirklich konsequent und richtungsweisend
Hilfe geben zu können, muss derjenige sich ja erstmal darstellen mit seiner Problematik. Und das lässt sich nicht am Telefon gewährleisten, sondern das braucht tatsächlich einen Face-to-Face-Kontakt. Ich denke, das leuchtet jedem von uns ein, wenn er mal für sich selbst überlegt, sofern man das überhaupt vorausüberlegen kann, dass er mal in so eine Situation kommt. Vielen Dank. Das war noch auch, was dieses Themengebilde angeht, nochmal schöne Abschlussworte. Kommen wir dann zur letzten Expertin hier in der Runde. Alexia Meyer, Leiterin Fachbereich Pflege und Gesundheit beim Caritasverband Kleve. Bei Ihnen geht es um Pflegebedarfsplanung. Was haben Sie auf dem Herzen, Frau Meyer? Genau, ich möchte auch erstmal schönen guten Abend sagen und finde schön, dass Sie hier sind. Meine Frage schließt eigentlich ganz gut dort an. Der Kreis hat in Nordrhein-Westfalen auch die Aufgabe, eine Pflegebedarfsplanung zu machen. Was heißt das? Man inventarisiert die vorhandenen Angebote hinsichtlich der pflegeunterstützenden Dienste, von Möglichkeiten der Mobilität, haben wir schon drüber gesprochen, wie komme ich wohin, bis hin zu welche Pflegedienste gibt es eigentlich, welche Tagespflegen, welche Altenheime, welche Platzzahlen, aber auch die Fragen, was gibt es für Senioren für Angebote hinsichtlich Unterhaltung oder Sport. Und dann zu schauen, haben wir eigentlich die Angebote, die wir wollen, für die Menschen, die wir haben? Sind wir auch darauf ausgerichtet, für die alten Menschen, die da kommen? Und gibt es vielleicht Angebote, die uns fehlen und wo wir irgendwie Impulse setzen möchten? Und bislang war es so, dass der Kreis gesagt hat, der Markt wird es schon richten, was ein Stück weit ja auch stimmt, aber eigentlich nur für die Angebote, die kostentechnisch funktionieren, muss man ja ehrlicherweise sagen. Keiner macht ein Angebot, was in ein Defizit steuert. Und ich fände ganz spannend, wie Sie das sehen. Ist es so, schaut man erstmal oder haben Sie eine andere Fantasie dazu? Das würde mich interessieren. Ich finde immer wichtig, dass es da keine Denkverbote und Ideenverbote geben darf. Ich glaube, niemand von uns kann sagen, welche Angebote sind überhaupt so im Einzelnen am Markt und wo gibt es überall noch einen Bedarf und auch eine Möglichkeit, auch noch zusätzliche Angebote zu schaffen. Vielleicht müssen wir auch viel mehr uns alle selber zusätzlich noch in die Pflicht nehmen, neben allen Behörden und Verwaltungsangelegenheiten zu sagen, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir stemmen müssen. Wir müssen da sein. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, auch dazu beizutragen. Jetzt sind das ja ganz unterschiedliche Bereiche, wenn es dann um die Pflegebedarfsplanung geht, was zum Beispiel auch das Vorhalten von Pflegeplätzen angeht. Da muss man dann ja zum Beispiel auch bedenken, die müssen, glaube ich, mindestens eine 90-prozentige Auslastung haben, um überhaupt wirtschaftlich laufen zu können. Das sind meistens Investitionsprojekte. Wenn es davon wieder zu viele geben würde, würde der Bumerang zurückkommen und dann würden die Kosten explodieren. Das würde wieder zulasten der Menschen gehen, die gepflegt werden müssen oder ihrer Familien, die vielleicht diese Kosten auffangen müssten. Das ist Punkt 1, dass man da sehr genau schaut, genauso wie man das bei den Planungen, bei den Bedarfsplanungen macht für Kindergärten beispielsweise, gilt das da einfach auch für Alten- und Pflegeheime. Das ist natürlich auch eine Angelegenheit der einzelnen Kommunen, in diese Bedarfsplanung mit reinzugehen. Und da wird man sicherlich auch ein Augenmerk darauf haben müssen, dass die Kommunen auch diese Bedarfsplanung, die freiwillig ist, aber auch tatsächlich vornehmen, damit auch in der Fläche eine entsprechende Umsetzung erfolgen kann. Und was Angebote angeht zur Pflege oder wo man einfach auch mal frei denken muss, welche Ideen sind da, die müsste man auch mal zusammentragen. Und da steht ganz am Anfang, meine ich, auch der Dialog, dass man zusammenkommt an runden Tischen und überlegt und daraus eventuell sich dann auch weiteres entwickelt, in welcher Form kann man das tatsächlich auch mal organisatorisch in neue Wege bringen. Ich habe jetzt im Endeffekt bei beiden so ein bisschen rausgehört. Die Planung ist ja das eine, das Umsetzen ist das andere. Herr Winkmann, was würden Sie als Landrat machen? Wie würden Sie das umsetzen? Oder erstmal planen? Ich glaube, wir müssen erstmal an den Menschen denken, weil einer, der in Kleve wohnt, der würde niemals in eine Pflegeeinrichtung nach Griethausen gehen. Also es ist ein ganz einfacher, wir müssen erstmal an den Menschen an sich denken, der würde sich gar nicht, ich möchte einfach mal sagen, in einen nächsten Ort irgendwo hinbegeben. Wir müssen dann gucken,
dass wir frühzeitig, wenn Menschen, ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, 60, 65 sind, dass wir dann schon schauen, Mensch, bitte schaut, dass ihr in eine andere Wohneinheit kommt. Weil mit 72, 75, 77 zieht keiner mehr aus seinem Haus raus. Wir müssen also quasi da Werbung machen. Und was ja ganz wichtig ist, ist bei der Bedarfsplanung, wenn Sie diesen Bericht aus 2013 sehen, da ist ganz viel gemacht worden, wo man festgestellt hat, wir haben die und die Ärzte, wir haben die und die, ich sag mal, öffentlichen Anbieter beziehungsweise dann auch GmbHs im privaten Sektor. Da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese beiden zusammenfinden und sich als Ergänzung gegenseitig sehen und nicht immer als Konkurrenz. Da ist genauso, der Kreissportbund hat gesagt, wir haben auf der einen Seite uns als Kreissportbund und die VHS bietet auch andere Sachen an. Aber es wird dazu kommen in der Zukunft, wir werden nicht genug Fachkräfte haben, wir werden nicht genug Arbeitskräfte haben. Die Kräfte müssen frühzeitig zwischen Privat und diesem Sechserverbund hier im Kreis Kleve gebündelt werden. Und wir müssen sehen, wenn in Zifflich ganz am Ende oder in Röhrt, wenn es dort Leute gibt, die quasi von einem mobilen Pflegedienst betreut werden. Das lohnt sich ja für einen mobilen Pflegedienst nicht, wenn er zweimal nach Zifflich fahren muss für zwei Personen, kommt aber aus Kranenburg oder sonstigen. Das heißt, wir müssen da sehen, welche Bedarfe sind da. Und mein Vorschlag wäre, das analog zu machen wie bei der Polizei. Man nimmt ein großes Geofencing, bekommt vom MDK, bekommt man ja, wer hat welche Pflegestufe. Das kann man anonymisiert machen. Und dann setzt man einfach mal Punkte und schaut auf der Liste nachher, Mensch, da haben wir ein Ballungszentrum, was in 5 Jahren vielleicht noch mehr wird. Und so könnte man vielleicht eine Pflegebedarfsplanung, also eine Planung auch für die Zukunft, anschieben. Das klingt erstmal nach einem konkreten Plan. Sie sagten, jemand aus Kleve wird nicht unbedingt nach Griethausen gehen. Da habe ich von beiden anderen Kandidaten so ich nenne es mal ein müdes Lächeln vernehmen können. Herr Driessen, warum? Wollen Sie jetzt auf die konkrete Frage, warum man nicht nach Griethausen geht? Ja. Wenn der einzige freie Platz ist, um Pflege, sage ich mal, da genießen zu können, dann nehmen Sie den. Ja, das ist ganz einfach so. Und ich bin da komplett bei Ihnen. Ich glaube, der Markt alleine kann das nicht regeln. Ja, weil der Markt folgt im Grunde genommen nur dem Profit. Und wir haben vorhin über die Pflege- und Gesundheitskonferenz gesprochen. Ja, wo jetzt, sage ich mal, überhaupt kein Regieverständnis ist, beziehungsweise Entscheidungskompetenzen angelagert sind. Ich würde tatsächlich die Pflege- und Gesundheitskonferenz, ich sag mal, damit beauftragen. Dann können wir nämlich sehen, von wegen, wo sind Bedarfe, wo sind, sage ich mal, Unterdeckungen, können das, ich sag mal, zusammenbringen. Und wenn dann auch die Pflege- und Gesundheitskonferenz auch ein Entscheidungsgremium ist, dann wird es ja also meines Erachtens im Kreis Kleve eine ganze Menge auch tun. Man sieht, das hängt auch durchaus alles zusammen. Aber nochmal zurück, Griethausen ist natürlich schön, ne? Also, ja, natürlich ist Griethausen schön. Habe ich auch nicht gesagt. Ja, nee. Ja? Nein, nicht, dass das falsch verstanden wird. Meine Mutter war in Fallsdorf und warum? Weil wir einen Pastor angerufen haben und der hat also nachgefragt, da hinten ist noch ein Platz frei und dann haben wir sie nach da eingebracht. Die wäre nie normalerweise nach Fallsdorf gegangen, aber so war es gut. Frau Meier, Ihre Gedanken. Man hört ja immer raus, es ist so ein bisschen der Abwägen, Bedarf und Angebot. Da haben wir jetzt ein paar Sachen zugehört. Was denken Sie? Mir gefallen manche Ansichten, bei manchen denke ich, letztlich ist es schon auch eine konkrete Aufgabe vom Kreis, den Pflegebedarfsplan zu machen. Und ich finde wirklich wichtig, dass man sich die Bevölkerungsstrukturen anschaut, die Alterungsstrukturen anschaut und die Kombination von Pflegemangel, Ärztemangel und Mangel womöglich an stationären Plätzen, die ist hochexplosiv und die kostet hintenrum Milliarden mehr als vorne, wenn man vorne gucken würde. Das mein Schlusswort. Es bleibt auf jeden Fall ein Thema, was man nicht von heute auf morgen lösen kann, aber vielleicht mit einem neuen Landrat oder einer neuen Landrätin. Wenn ich so zwischendurch auf die Uhr schaue, sieht eigentlich ganz gut aus. Und es müsste fast eine Punktlandung sein, was das erste Themenfeld anging. Wir kommen jetzt auch gleich zum zweiten Themenfeld, nämlich Kinder- und Jugendhilfe. Aber bevor es da losgeht, müssen wir kurz umbauen, weil die Expertin und die beiden Experten verlassen uns schon wieder. Und dann kommen neue hier nach vorne. Und bleiben Sie kurz dran. Es dauert eine Weile, aber wir sind gleich wieder für Sie da.
Herzlich willkommen zurück zu unserer Podiumsdiskussion aus Kevela. Und jetzt kommen wir zum meiner Meinung nach sehr spannenden Thema Kinder- und Jugendhilfe. Und Sie sehen schon, die Gesichter hier oder einige Gesichter sind neu. Ich begrüße jetzt in der Runde einmal Nicole Saatz, AWO-Kreisverband Kleve und Leiterin der Beratungsstelle. Dann ist Dirk Wermelskirchen hier, Caritasverband Kleve, Fachbereichsleitung Jugend und Familie. Hallo Herr Wermelskirchen. Und Peter Schönrock von der Paritätische Kreis Kleve, Einrichtungsleiter SOS Kinderdorf. Auch an Sie. Guten Abend. Herr Wermelskirchen, wir wollen mit Ihnen starten, denn Sie haben auch etwas, was Ihnen auf der Seele brennt oder was Sie die Kandidaten bzw. die Kandidatin hier fragen wollen. Ja, vielen Dank. Ja, das Feld Jugendhilfe ist ein sehr breites und ein sehr vielfältiges Feld. Der Bereich der Hilfe zur Erziehung. Gibt es so zwei Fragestellungen, die ich gerne miteinander verbinden würde. Das eine ist das Thema Care-Leaver. Das sind junge Erwachsene, die eine Zeit lang im stationären Kontext gelebt haben und die in einer Weiterentwicklung, in einer Verselbstständigung sich befinden, zu gucken, was ist für mein Leben das Richtige, sicherlich auf Unterstützung auch angewiesen sind. Und die Erfahrung, die wir in der Praxis doch immer wieder machen, auch im Kreis Kleve, ist, dass die Hilfen doch sehr schnell eingestellt werden mit der Vollendung der Volljährigkeit. Wenn man sich dagegen anschaut, wann normal ein junger Mensch im Durchschnitt die Familien heute verlässt, dann liegen wir im Bereich von 24 bis 26 Jahren. Und hier sagen wir bei 18-, 19-Jährigen, so guckt mal, wie er im Leben gut klarkommt. Mit aller Unterstützung, die sie vorher bekommen haben, würden wir uns da einen besseren und nachhaltigeren Übergang wünschen. Und die Frage ist an der Stelle, wie würden Sie sich als neue Landrätin, als neuer Landrat das denn weiter vorstellen, da auch dieses Thema nochmal anders in den Blick zu nehmen, nochmal auch die Situation der jungen Menschen anders zu betrachten und mit den Trägern gemeinsam zu überlegen, wie können wir Übergänge einfach nochmal auch besser und kreativer vielleicht auch gestalten. Das andere ist das Thema Qualitätsdialog, der aus unserer Sicht im Kreis Kleve deutlich zu kurz gekommen ist. Es gibt gesetzlich vorgeschriebene Einrichtungen, Paragraph 78, Arbeitsgemeinschaften zum Thema Hilfe zur Erziehung, aber auch darüber hinaus gemeinsam mit den Trägern an der Qualität in der Jugendhilfe zu arbeiten. Und die Frage ist, wie stellen Sie sich den Umgang mit diesem Thema vor? Was denken Sie, ist aus Ihrer Sicht da wichtig? Sie haben jetzt Herrn Driessen schon so angeschaut, dann machen wir das doch direkt mal. Dann fange ich ja an. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz lässt Ausnahmen zu. Die werden in anderen Kreisen auch, sag ich mal, durchgeführt. Das heißt also nicht mit 18 muss jemand die Einrichtung verlassen, beziehungsweise werden Fördermaßnahmen abgebrochen. Ich bin persönlich Betroffener. Wir haben bei uns drei Träger der ich sag mal, Jugendeinrichtung. Das ist einmal das Anna-Stift, das ist die AWO, aber das ist auch die Scientific Fresher. Und da habe ich also persönlich miterlebt, dass Menschen, bei uns waren das relativ viele Flüchtlinge, dass Menschen auf einen guten Weg gebracht wurden. Ja, die haben also, ich sag mal, schulisch eine Herausforderung gehabt. Die haben unheimlich gut Deutsch gelernt. Die waren, sag ich mal, fast berufsfähig. Die hätten fast das Abitur gemacht. Und mit 18 mussten die Einrichtung verlassen, saßen dann bei uns in einer Obdachloseneinrichtung. Und ich sag mal, das war so ein persönlicher Bruch in ihrer Entwicklung. Die sind da auch teilweise nicht mehr gut, die konnten sich selber kaum helfen und sind da auch ein wenig verwahrlost. Das sage ich jetzt ganz, ganz offen. Ich bin der Meinung, dass das der falsche Weg ist, weil jetzt, wo sie in dieser Einrichtung sind, werden die auch vom Kreis weiterhin bezahlt. Zwar im Hartz-IV-Segment, ja, aber dieses Geld hätte man vorher nehmen können und ich sage mal, den Jugendlichen, ich sag mal, wirklich eine Perspektive geben können, wo sie hätten ein selbstständiges Leben weiterhin führen können. Sagen Sie mir Ihre zweite Frage nochmal, die weiß ich nicht mehr. Thema Qualitätsdialog. Qualitätsdialog, ich finde, man muss alle Player im Kreis, ich sag mal, wirklich an einen Tisch holen, um zu gucken, von wegen, dass man die Qualität gerade in diesem Bereich so hoch wie möglich hält. Und man muss auch selber als Landrat einfach mal den Hut aufsetzen und sagen, pass mal auf, dahin wollen wir. Ja, Thema Care-Leaver und Qualitätsdialog.
Frau Goresen, wie stehen Sie zu diesen Themen? Ich kenne das immer ganz gut aus beruflicher Sicht. Ich habe bei sehr vielen jungen Menschen beruflich daran mitgewirkt, dass wir diese Gespräche geführt haben mit Stadtjugendämtern, aber auch mit dem Kreisjugendamt Kleve nach wie vor. Von daher weiß ich auch, wie diese Gespräche verlaufen. Ganz wichtig ist da natürlich zu wissen, es sind immer Einzelfallprüfungen und auch Einzelfallentscheidungen. Da ist es wichtig, den jungen Menschen, um den es geht, auch in den Blick zu nehmen. So, und dann gibt es ja entsprechende Anträge und dann wird geschaut, wo steht dieser junge Mensch gerade, der jetzt 18 wird und beispielsweise die Einrichtung verlässt. Ich sehe das ja auch bei vielen Einrichtungen, die mit einer ganz hohen Motivation und mit ganz viel Professionalität die jungen Menschen schon eine ganze Zeit lang vorher anfangen zu verselbstständigen. Dann wird oft geschaut, können wir kleine Apartments anmieten, wo die jungen Menschen hinkommen. Und dann sind die ja oft genauso an der Grenze, dass sie sagen, okay, man ist 18 und wir wissen das alle selber noch, als wir 18 geworden sind, da war es nicht völlig irrelevant, was Mama und Papa zu Hause gesagt haben, da hat man sich immer noch lange auch den Rat eingeholt. Und an dieser Stelle, wo man sieht, wo ja auch Pädagogen abgefragt werden, die den jungen Menschen begleitet haben in der Zeit beispielsweise, sieht man dann einen Handlungsbedarf. Sagt der junge Mensch vor allem von sich aus, ich brauche noch Hilfe und Unterstützung. Das ist ja auch eine wichtige Voraussetzung, dass auch diese Hilfe angenommen wird und der junge Mensch auch mitzieht. Nur dann kommt es überhaupt auch in Frage, dass man diese entsprechenden Mittel noch mit einsetzt. Da muss man genau prüfen, ist ein Bedarf da? Und wird er auch von anderen gesehen und dann wird das durch das Jugendamt geprüft und entschieden, inwiefern noch eine entsprechende Hilfe installiert wird, für welchen Zeitraum auch immer. Der kann unterschiedlich lang ausfallen. Das können ein paar Monate sein für den Übergang, das kann etwas länger sein. Wir sprechen da ganz sicherlich nicht davon, bis die 24 oder 26 sind, sondern das ist meistens, in der Regel ist es nochmal ein halbes Jahr, ein Jahr höchstens, damit der Übergang da auch geschmeidiger wird. So. Und da ist es wichtig, dass die jungen Leute, die dann meistens ja auch schon auf einem guten Weg sind, aber auch aufgrund ihrer Geschichte natürlich auch noch irgendwo Defizite manchmal haben. Manchmal aufgrund der Entwicklung oder man muss sich auch vorstellen, es sind auch viele junge Menschen, die sind mal aus dem Elternhaus herausgenommen worden und fremdbetreut worden. So, da gibt es natürlich auch schon Brüche. Die brauchen noch eine gewisse Begleitung und da muss man schauen, ist in diesem Einzelfall diese Hilfe nötig? Und wenn ja, dann muss sie auch geleistet werden. Kann da auch so ein Qualitätsdialog, wie Herr Wermelskirchen angesprochen hat, helfen in dem Fall? Ich denke schon, dass der Qualitätsdialog wichtig ist, dass man auch einfach mal insgesamt schaut, wie müssen die Voraussetzungen aussehen, was kommt von den einzelnen Trägern an Rückmeldungen, wo sieht man dann den Handlungsbedarf, wo gibt es einfach Unstimmigkeiten. Manchmal ist das ja auch so, dass von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter Fälle durchaus auch unterschiedlich bewertet werden und miteinander im Qualitätsdialog zu stehen und die Fachleute auch anzuhören, halte ich für eine ganz wichtige Angelegenheit, um hier auch der Sache gerecht zu werden. Herr Winkmann, Care-Leaver, ist das was aus Ihrer Sicht gewährleistet ist oder was Sie angehen wollen? Und der Qualitätsdialog, Sie sagen auch von sich gerne selbst immer, dass Sie jemanden sind, der kommunizieren will mit allen 16 Kommunen und so, anpacken? Ja, also mein Problem ist einfach, was ich hier sehe, es geht um jeden einzelnen Menschen per se. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, und jetzt muss man einfach so ein bisschen die Lanze fürs Jugendamt brechen. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie das Jugendamt bis jetzt gearbeitet hat, in welchem Verhältnis. Das ist mir ganz wichtig, weil natürlich sagen Sie, es ist zu häufig eine schnelle Beendigung und Sonstiges. Es gibt nun mal in irgendeiner Form das SGB, das im 1.14 sagt, in begründeten Einzelfällen kann das länger dauern, kann also länger begleitet werden. Und es gibt die Mitarbeiter dort, die haben zu entscheiden. Und ich glaube, man muss auch mal ein bisschen Verständnis für die Mitarbeiter entwickeln auf der einen Seite, die unter hohem Arbeitsdruck stehen und die Dinge entscheiden müssen. Und dass das natürlich nicht immer zu der richtigen Entscheidung führt. Da bin ich überhaupt der Letzte. Herr Wermelskirchen guckt schon so ein bisschen in die Luft. Aber ich will einfach nur mal von vornherein sagen, ich finde, man muss auch mal erstmal den Mitarbeiter sehen im Jugendamt. Welchen Stress haben die? Wo sind eventuell, warum kommt es vielleicht zu solchen Entscheidungen? Das muss man vielleicht erstmal als allererstes hinterfragen. Das ist mir sehr wichtig, weil ich kann von hier aus nicht bewerten, sind das rechtlich richtige Entscheidungen oder nicht. Und das Rechtliche ist auf der einen Seite natürlich wichtig, aber der Mensch, und da komme ich wieder zu, ist ganz wichtig. Was Herr Driessen sagte, dem stimme ich vollkommen zu. Wenn man einen Menschen 2 Jahre länger in einer Einrichtung halten kann
und dadurch nachher verhindert, dass der nachher SGB II quasi also Hilfeempfänger wird, dann ist das natürlich präventiv absolut richtig und muss auch so gemacht werden. Aber ich will einfach nur sagen, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen kritischer, dass man auch das Jugendamt sehen muss. Ich bin als Landrat derjenige, der die Mitarbeiter da auch führt. Man muss dort mal reingehen, mit den Fachbereichsleitern sprechen, gucken, wie ist der jetzige Stand und muss dann mit ihnen in den Dialog eintreten, was kann man besser machen. Und zum Qualitätsdialog, ich habe mir da einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir ja ganz viele Dinge auch der letzten Jahre dieser Konferenz durchgesehen, dieses beratenden Gremiums durchgesehen. Die Frage ist, die ich einmal stellen müsste, wie oft haben Sie eigentlich eingefordert, dass es diesen Dialog gibt? Einfach nur mal so, heute sitzen wir hier, Sie fordern das ein, aber ich habe es in keinem einzigen Papier gefunden, das mal gestanden hat, Sie fordern das ein. Worauf ich hinaus möchte, ist einfach, jetzt sind Wahlen, Sie fordern das ein. Ich würde mir einfach wünschen, dass man zwischendurch, wenn ein Problem da ist, dass man es offen anspricht, dass es dann dokumentiert ist, innerhalb der ganzen Protokolle, damit man heute noch sagen kann, ja, wir haben es angesprochen. Das ist mir total wichtig, weil dieser Dialog, es bringt nichts in irgendeiner Form, dem einen oder anderen was vorzuwerfen, weil wir müssen immer gucken, ich stehe auch so für Gerechtigkeit, dass nachher beide Parteien immer am Tisch sitzen können und nachher keiner in irgendeiner Form beleidigt ist. Und das ist mir total wichtig. Können Sie das nachvollziehen, was Herr Winkmann sagt, Herr Wermelskirchen? Ja, da kann ich auch mitgehen. Natürlich ist es so, dass man gemeinsam mit dem Jugendamt auch schaut. Das sind wir als Träger ja auch so gewohnt. Die Realität an manchen Stellen ist trotzdem eine andere. Trotzdem muss man miteinander im Gespräch bleiben. Das war auch gar nicht gemeint, das eben nicht zu tun oder jetzt auf eine Seite nur zu sagen, so, das Jugendamt ist jetzt immer der Schuldige. Man muss da auch gemeinsam hingucken. Die Einzelfallprüfung ist angesprochen worden. Die ist natürlich elementar in diesem Bereich. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle kreativer werden. Wie wir Möglichkeiten für diese jungen Menschen finden, dass sie nicht auf anderer Seite Kosten verursachen, weil es ist ein von links nach rechts schieben und dass die Leidtragenden sind am Ende die jungen Menschen. Also von daher, darum geht es letztendlich und wir sind, glaube ich, als Träger die Letzten, die sagen, der schwarze Peter liegt an der Stelle beim Jugendamt. Ja, da gibt es auch Druck, Finanzthemen und so weiter. Trotzdem sind wir natürlich auch ein Stück weit die Stimme der jungen Menschen und müssen das auch vertreten, auch kritisch dem Jugendamt mal gegenüber oder dann auch einem Landrat, einer Landrätin gegenüber. Und das ist letztendlich ja unser Thema. Wie sehen Sie es einfach? Und da habe ich, glaube ich, eine ganze Menge Gutes gehört. Ja, super. Ja? Sehr viel Nicken und Zustimmung für Sie. Das ist, glaube ich, ein Thema oder sind Themen, über die wir noch viel, viel länger diskutieren und reden könnten. Aber wir haben ja noch zwei andere hier in der Runde sitzen. Jetzt muss ich ehrlich gesagt mal kurz passen. Wollten Sie erst oder die Frau Saat? Dann ist jetzt Nicole Saat. Ja, ich habe eine Frage zu einem sehr unschönen und zurzeit medial seit einigen Jahren, Monaten sehr präsenten Thema, dem sexuellen Missbrauch. Wir wissen laut polizeilicher Kriminalstatistik und Dunkelfeldforschung, dass es in allen Kommunen Mädchen und Jungen gibt, die ein schier unerträgliches Ausmaß an sexueller Gewalt erleiden. Und derzeit gestaltet es sich für Betroffene und Angehörige hier im Kreis Kleve sehr schwierig, auf einfachem, direktem, niedrigschwelligen Weg eine konkret dafür ausgerichtete Anlaufstelle zu finden, sprich eine Beratungsstelle zum Beispiel, die spezialisiert ist, wie man sie in anderen Kreisen und Kommunen findet. Wie stellen Sie sich den Umgang mit dieser hochsensiblen Thematik für den Kreis Kleve in der Zukunft vor? Gerne. Ist wahrscheinlich auch wieder diese Schamthematik so ein bisschen dabei. Natürlich, das ist eine ganz große Schamthematik. Das ist ja auch eine große Druckthematik. Man muss sich vorstellen, Menschen, denen so etwas im häuslichen Bereich widerfährt, die gehen nicht einfach nach draußen und sagen, das ist hier passiert. Das zieht sich manchmal durch Generationen durch in solchen Familien. Das ist oft auch erlerntes Verhalten. Und das ist auch einfach ganz schlimm. Da braucht man uns gar nicht drüber zu unterhalten. Die Frage ist natürlich, wie kann man das am besten so kanalisieren, dass Hilfe noch einfacher angenommen werden kann. Aus meiner anwaltlichen Praxis kann ich sagen, komme ich natürlich auch oft in Kontakt mit genau solchen Problemfeldern, wo ich aber Gott sei Dank aufgrund der Vernetzung, die wir haben, sehr gute Träger, die auch sehr schnell Hilfe anbieten. Ich persönlich jetzt weiß, ich nehme das Telefon, ich rufe an, beispielsweise bei der Caritas, beispielsweise bei Impuls, ja, und sage, ich habe hier den Fall, ich habe hier zum Beispiel eine Frau oder ein junges Mädchen oder auch einen Jungen, der schildert mir das, ich brauche mal ganz schnell Hilfe, können Sie sich dieser Angelegenheit annehmen?
Und dann bekomme ich auch sofort diese Unterstützung. Also da muss man ganz großes Lob auch an unsere Träger oder auch an Impuls zum Beispiel aussprechen und sagen, da ist ein starkes Netzwerk da, was schon seit vielen Jahren ganz eng zusammenarbeitet und 100% verlässlich ist. Da bin ich noch nie enttäuscht worden. Und wenn ich anrufe, wird gesagt, ja, wir sind da, wir machen das eben möglich. Oder wir sind spätestens morgen da zum Beispiel, weil gerade gar nichts mehr geht. Aber ich bin 24 Stunden Hilfe. Und vielleicht wäre da auch die Überlegung zu sagen, wie kann man das vielleicht noch besser nach außen auch kenntlich machen? Wo sind die Anlaufstellen? Denn ich weiß, wir haben ganz viele Anlaufstellen. Vielleicht müssen wir das gar nicht neu erfinden, das Rad, sondern mehr öffnen. Das Thema ist hochsensibel und ich merke auch immer wieder, wie schwer es den Menschen auch fällt, diese Hilfe anzunehmen. Meistens ist es so, dass ich sage, Sie brauchen jetzt diese Hilfe, aber an der Stelle kann ich nicht helfen, da brauchen Sie Profis, die sich darauf spezialisiert haben. Und dann greift auch dieses Netzwerk und die tragen auch dafür Sorge, dass intern wieder die entsprechenden Hilfen installiert werden, wo ich dann raus bin. Aber das funktioniert, das haben wir alles. Da muss man sagen, muss man ganz großes Lob aussprechen. Nur die Frage wird da sein, wie kann man das noch deutlicher machen? Oder wie kann man auch, welche Überlegungen können wir anstellen? Und dafür brauchen wir die Menschen vor Ort, die gerade in diesen Feldern auch aktiv unterwegs sind und die Erfahrung mitbringen, um es entsprechenden Opfern von Gewalt, von sexueller Gewalt, von häuslicher Gewalt schneller möglich machen, auch von sich aus diesen Schritt zu wagen. Denn meistens geht es doch wieder über Dritte, über Anwälte, über die Polizei beispielsweise. Das ist ganz, ganz schwierig. Fakt ist, es ist leider an vielen Stellen Alltag und dass definitiv da Beratung auf jeden Fall helfen würde und auch wahrgenommen werden sollte. Herr Wingmann, ich habe gesehen, Sie haben sich irgendwas auf Ihrem Papier umkringelt. Ist das Zustimmung für Frau Goresen oder wollen Sie irgendwas entgegnen? Nein, ich bin natürlich, ich habe hier draufstehen Keveler, ich habe hier draufstehen Lüchte, ich habe hier draufstehen ganz viele Dinge, die insbesondere, jetzt rede ich mal aus polizeilicher Sicht, unsere Ermittler sehr belastet haben in den letzten Monaten und immer noch belasten. Also diese ganzen Dinge, wenn Sie die als Ermittler anschauen müssen, da muss man einfach sagen, das ist menschlich, sie kommen nach Hause, haben selbst Familie, das ist wirklich, ich habe selbst einmal eine ganze Serie sehen müssen, das ist wirklich, ich sage Ihnen das, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das Zweite ist, wenn Sie sehen, dass 1 bis 2 Kinder rein theoretisch, ich habe mir mal einige Studien angeguckt, pro Klasse betroffen sein können im Schnitt bei einer 30er-Klasse. 1 bis 2 Kinder sind von den Ausmaßen sexueller Gewalt betroffen. Dann ist das auch ein großes Problem. Sie können solche Anlaufstellen nicht unbedingt bei der Polizei einrichten, weil die Polizei hat immer einen Strafverfolgungszwang. Das heißt, da haben Sie immer eine Switch-Position, die ist gar nicht so zu machen. Für mich habe ich überlegt, wie kann man im Kreis Kleve vielleicht noch besser werden. Klar gibt es Impuls und so weiter, aber ich habe dann überlegt, es gibt natürlich Lehrer und ich sage einfach mal, Kita-Ausbilder können natürlich nicht alles machen. Aber wenn der Kreis hingeht und Fortbildungsmaßnahmen in diesem Bereich anbietet, weil das Größte ist ja oder das Schwierigste ist, Kinder sind sehr verschlossen. Es gibt also ganz viele Handlungsanweisungen, was Frau Goresen gerade sagte. Also das ist ja etwas, der Täter arbeitet ja perfide. Der arbeitet ja mit Geschenken, der arbeitet mit Vertrauen gewinnen, sodass die Kinder sich gar nicht mehr öffnen. Und wenn wir hingehen, und ich glaube, das ist vielleicht der erste Schritt, dass wir als unsere Schulbehörde beziehungsweise auch Träger der Förderschulen, aber auch mit der Bezirksregierung hingehen, sprechen, können wir vielleicht Lehrern, können wir vielleicht Kita-Ausbildern Online-Webinare anbieten in diesem Bereich, dass wir erst einmal Schulen, dass wir Kitas, dass wir diese Betreuungspersonen sensibilisieren und auch gleichzeitig, ich sag mal, in diesem Bereich besser machen. Dann hätten wir einen ersten Schritt, weil ich habe ganz viele Anzeigen gesehen bei der Polizei, wo Lehrer die Verantwortung übernommen haben. Das heißt, ich möchte die Verantwortung jetzt nicht auf Lehrer schieben, aber ich möchte einfach nur den Gedankengang loswerden, zu sagen, Mensch, nicht nur alles immer auf die Träger, weil ich glaube, eine zentrale Ansprechstelle ist, glaube ich, nicht unbedingt der richtigste Weg, weil das auch schwierig ist für Sie. Weil ich glaube, dann kommt jemand zu Ihnen und es ist dann nachher schwierig zu sagen, wenn da eine Serie draus entstanden ist, dann ist derjenige vielleicht auch betroffen. Also ich finde das ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also man darf eine Anlaufstelle an sich nicht per se ausschließen. Wenn Sie eine gute Idee haben, bin ich der Letzte, der sagt nein. Aber ich sehe da einfach die Gefahren für Mitarbeiter bei Ihnen. Und ich glaube, wenn man anfängt, im unteren Bereich zu sagen, wir bilden Lehrer, wir bilden Kindergartenbetreuerinnen etc. im Kreis Kleve gezielt aus, und das geht mit Webinaren, die sind nicht ganz so teuer, dann würde ich sagen, ist das der erste Schritt, den man angehen kann. Präventiv also auch. Genau. Und nochmal,
Ein Schüler wird sich nicht im ersten Moment dem Lehrer preisgeben. Wenn der Lehrer aber das Richtige sagt, da gibt es verschiedene Studien zu, dann kommt er am nächsten Tag vielleicht. Und so kommt man vielleicht auf einen besseren Weg, um diese Serien, die es auch hier am Niederrhein geben wird, da bin ich fest von überzeugt, es wird sie überall geben. Wir müssen diesen Menschen mit allen Mitteln das Ding ausmachen. Das Thema Online-Umschulung, das nenne ich jetzt einfach mal, wie Sie, was Sie angesprochen haben. Wäre das auch was Sie nachvollziehen können? Also Lehrer in Webinaren ein bisschen darauf sensibilisieren? So, ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Einmal im Jahr mache ich eine Woche Ärmeland. Habe da also auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Ich bin in der Küche, ich bin also jetzt nicht Betreuer. Ja, aber trotzdem hat die Kirche vorgeschrieben, wir müssen Präventionskurs vorher gemacht haben. Ich war bei Jutta Kersius, die hat mich mehrere Stunden, ich sag mal, unter ihre Fittiche genommen. Und das geht. Und das war im Grunde genommen ein Kurs, wo man gleich ein kleines Anzeichen sieht. Ja, ist ein Kind, ich sag mal, unterliegt das sexueller Gewalt oder nicht? Aber das, was gerade auch gesagt wurde, ich glaube, wir haben ein relativ großes, ich sag mal, Tool von Angeboten, ob das Caritas ist, ob das AWO-Frauenberatung ist und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sollten beides vorhalten. Und das dritte Standbein, was ich bevorzugen würde, ich glaube, wir müssen verstärkt auch in die Sozialarbeit in den Schulen reingehen. Das wäre meins. Wobei ich sagen will, ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren auch die Lehrer und Erzieher sehr sensibel geworden sind für diese Thematik und dass wir feststellen, dass auch immer öfter Lehrer sagen, wir haben dann einen gewissen Verdacht zum Beispiel, ne? Und sich zum Beispiel beim Kinderschutzbund melden oder beim zuständigen Jugendamt melden und dann auch rückgekoppelt wird und vorsichtig mal angefragt wird oder jemand in die Klasse kommt, in den Kindergarten kommt und einfach auch erzählt, dass es so ein Angebot gibt und was Kinder sich nicht gefallen lassen dürfen. Und dass es im Nachgang zu solchen Terminen dann Kinder gibt, die sich auch entsprechend melden. Also wenn die erst mal wissen, ne, man darf das nicht mit mir machen. Oft haben wir da wirklich eine Trefferquote, wo man sagen muss, die Lehrer achten da auch sehr genau drauf. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass Gesellschaft drauf schaut und auch die entsprechenden Ansprechpartner einfach mal in die Pflicht mitnimmt, die dann ja auch sofort eingreifen, wenn es gut läuft, um dem nachzugehen, wenn Verdachtsfälle vorliegen. Frau Saatz, wie denken Sie? Erstmal natürlich vielen Dank, dass Sie dieses unfassbar wichtige Thema hier ansprechen, sehr sensibel, haben jetzt einige Eindrücke gehört. Ja, was mir sehr gut gefällt, ist der präventive Ansatz, dass da wirklich verschärft drauf geschaut werden muss. Was mir ein bisschen einseitig ist, ist das Augenmerk, dass wir hier sehr viel Frauenberatung haben. Das ist wir haben eine sehr gute Vernetzung im Kreis Kleve, aber ich kann keinen Jungen, der sexuellen Missbrauch erlitten hat, zu Impuls schicken. Also da muss man schon sagen, das ist eine sehr einseitige Geschichte. Und hier in der Beratungslandschaft in Kleve fangen ganz viele Beratungsstellen gerade diesen Bereich aus, die dieses Thema nur am Rande begleiten sollten. Sie sagten gerade von Überlastung, wenn man mit diesem Thema konfrontiert wird. Ich denke, ja, da gebe ich recht. Das hat jeder einzelne Berater in seiner Arbeit bereits erfahren und ist auch mit diesem Thema konfrontiert worden. Denke aber dann, dass gerade geschultes, ausschließlich darauf ausgerichtete Berater sehr viel besser damit umgehen könnten, als wenn es am Rande mal immer wieder auftaucht. Als auch Sie sagten es auch gerade so schön, ich weiß, wo ich anrufe und ich weiß auch, wo mir geholfen wird. Wenn ich aber als Betroffener die Google-Suchmaschine anschmeiße und Kreis Kleve Missbrauch eingebe, finde ich erstmal nur Impuls. Mhm. Und dann gucke ich weiter und dann finde ich nichts mehr. Es kommt ja theoretisch sogar noch eine ganz andere Komponente hinzu. Das ist ja mittlerweile auch der digitale Missbrauch. Ist ja vielleicht etwas, was wir vor Jahren noch nicht hatten. Ganz genau. Was denken Sie da? Ja, ich denke, dass da präventiv unheimlich viel gefordert wird. Ne? Seitens Schule war hier das Schlagwort auf jeden Fall. Ne? Seitens aber auch die Eltern stark zu machen, ganz, ganz früh, ne? Dass da wirklich auch vielleicht von Kreisseite initiiert werden könnte, dass Projekte massivst beworben werden dazu. Die Kreispolizei geht ganz viel ja in die Schulen rein und macht ja genau diese sozialen Medien. Genau. Da wird schon viel gemacht, aber es ist eigentlich nie genug. Da gebe ich Ihnen recht. Genug, ne? Ja. Und es ist ja auch nur eine Person, die da im Moment durch den Kreis reist und massivst super es macht, aber auch massivst überlastet ist. Ja. Gott sei Dank kann man sagen, hat das Land ja wenigstens 400 Stellen, glaube ich, extra innerhalb eines Jahres geschaffen, um auch diese Fälle aufzudecken und zu bearbeiten. Eine hochbelastende Tätigkeit ist es, aber wir sehen einfach, das ist ein Medium, das wächst und wächst. Ja, und da muss an ganz vielen verschiedenen Stellen gemeinsam dafür Sorge getragen werden, dass Einhalt geboten werden kann. Sie haben gerade schon gesagt, nie genug. Man kann auch nie genug drüber reden. Dennoch müsste ich an dieser Stelle
das Thema mal abbrechen, weil Herr Schönrock auch noch einige Fragen in petto hat, die er sicherlich auch mal kurz loswerden möchte. Bitte sehr. Ich habe einige Fragen, aber kurze Fragen. Ich beziehe mich mit den Fragen auf die frühkindliche Bildung, Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege, für die Sie als Landrat, Landräte dann auch tatsächlich zuständig wären, also für das Kreisjugendamt zuständig ist. Wir haben ja 5 eigene Jugendämter, wo Sie sozusagen in der Verantwortung dann auch direkt Dinge umsetzen könnten. Und meine erste Frage ist, mit welchen Maßnahmen wollen Sie Betreuungsbedarf in der Kindertagesbetreuung abdecken? Und in welcher Form wollen Sie Kommunen und Kita-Träger in die Bedarfsplanung einbeziehen? Dann die zweite Frage, setzen Sie sich für ein beitragsfreies drittes Kindergartenjahr ein? Dieses Thema hatten wir letztes Jahr schon im Kreisjugendhilfeausschuss. Oder für eine Verbesserung der im Kreis Kleve deutlich schlechter als woanders vorgefundenen Personalschlüssels, also Erzieher-Kind-Relation. Und die letzte Frage, was werden Sie tun, um die vorhandenen Landesmittel, die dieses Jahr mit der Aufstockung bei ungefähr 360.000 Euro sind, abgerufen wurden 130.000, also die Landesmittel für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten zukünftig umfänglich einzusetzen oder zu nutzen? Wenn wir einfach mal wieder mit Ihnen starten, Herr Drissen. Kann sein, dass Sie uns zwischendurch auch mal auf die Sprünge helfen müssten bei den vielen interessanten Fragen. Aber das habe ich die erste auch schon wieder vergessen. Bedarfsplanung. Richtig. Und die Einbindung Träger und Kommunen in die Bedarfsplanung. Spiele ich direkt weiter den Ball an Sie. Nehme ich gerne auf. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt, was gerade Kindergartenbedarfsplan angeht, funktioniert ganz hervorragend. Ich sehe da vorne Marion Kurt, Frau Kurt und ich, wir haben, glaube ich, innerhalb von einer Woche einen Bauplatz gefunden, einen Träger gefunden, beziehungsweise Investor gefunden und das Ganze, ich sage mal, abgesegnet von Herrn Unruh. Das haben wir in unserer Gemeinde 2-mal gemacht. Ich glaube, von der Fachlichkeit, aber auch von der Schnelligkeit war das Kreisjugendamt da unglaublich gut aufgebaut oder beziehungsweise aufgestellt. Das dritte Kindergartenjahr, ich bin persönlich der Meinung, dass ich sag mal, schulische Bildung und auch frühkindliche Bildung vom ersten Kindergartenjahr wirklich bis zum Studium kostenfrei sein muss. Ja, das, was da einen Bruch gibt, Schule ist Ländersache, Studium ist Ländersache, beim Kindergarten beziehungsweise bei der Kita, ich sag mal, Problematik, fällt es den Kommunen auf die Füße. Ich glaube, da muss eine andere Regelung hin. Ja, dann können wir das auch tatsächlich durchbringen, weil die Kommunen werden einmal durch Corona, ich sag mal, in den nächsten Jahren noch ziemlich arg gebeutelt sein. Ja, aber sie wollten wissen ja von wegen, wo ich stehe. Ich bin wirklich der Meinung, von wegen Kindergarten und Kindertagesstätte muss auch ohne Zuhilfenahme von anderen Betreuungsformen, also wie Tagesmütter zum Beispiel, muss von vornherein so funktionieren. Das Letzte, was Sie gesagt haben, das betrifft ja Reinzeitenproblematik. Auch die haben wir bei uns in der Gemeinde in zweifacher Hinsicht gehabt. Eine Reinzeitenproblematik haben wir mit Ihnen in der Mäuseburg in Hasselt gemacht. Wir haben keinen Bedarf, obwohl wir den vorher, ich sag mal, für uns gedacht haben. Ja, wir haben eine der größten LVR-Einrichtungen bei uns mit Schichtdienst, mit allem drum und dran. Und der zweite Bereich war eine private Kindertagesstätte, die nur auf diese Reinzeitenproblematik, ich sag mal, aufgebaut war. Die waren morgen schon um 6 Uhr da und haben abends bis 22 Uhr die Kindertagesstätte aufgehalten. Die sind nachher pleite gegangen, weil die keinen Bedarf hatten. Ja, das Ganze hat ja auch, sage ich mal, mit Beruf und Familie zu tun. Aber wo wir das zum ersten Mal hatten, ist tatsächlich jetzt in der Corona-Zeit. Wir haben mehrere Fälle gehabt von sogenannten systemrelevanten Menschen bei uns in der Gemeinde, die, ich sag mal, teilweise in Doppelschichten arbeiten mussten oder bei einer Krankenschwester. Da haben wir sogar sonntags unseren offenen Ganztag aufgemacht, damit das Kind ganztags betreut werden konnte und abends erst um 9 Uhr abgeholt werden kann. Also von da aus her, da rennen sie bei mir offene Türen ein. Das einzige Problem ist die Finanzierung. Ich glaube, die ist falsch aufgestellt, wenn die bei den Kommunen angesiedelt ist. Kurzer Einwand. Ich hatte es ja gerade versucht zu erklären. Das Land hat ja umfangreiche Mittel dafür zur Verfügung gestellt, nämlich
für dieses Jahr Kindergartenjahr 260.000 Euro. Das müsste dann um 25% aufgestockt werden von den Kommunen. Davon sind aber nur von denen dann 360.000, die hier zur Verfügung ständen, nur 130.000 Euro für das kommende Kindergartenjahr abgerufen. Und dafür für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten nur 6.000. Also ein einziger Kita hat 1,25 Stunden die Woche die Betreuungszeiten erhöht. Und lassen Sie mich auch noch eben vielleicht anmerken, weil wir als SOS Kinderdorf in Kleve genau das gemacht haben seit einem Jahr, dass die das Angebot sozusagen dann auch die Möglichkeit den Eltern gibt, diese Bedarfe erst zu nutzen. Also wenn ich eine alleinerziehende Mutter habe, die käme nicht drauf auf die Idee zu arbeiten, weil sie diese Betreuungszeiten gar nicht hat in der Pflege oder im Einzelhandel. Hat sie die Betreuungszeiten, aber kann sie ihr Kind anmelden und kann dann sozusagen kann dann das auch nutzen. Deswegen würde ich sehr dafür plädieren, die Bedarfe nicht danach zu machen, gibt es das oder gibt es das nicht, und nicht abzufragen, sondern zu sagen, wir haben ein Angebot, und dann entwickelt sich das. Da bin ich mir ziemlich fest von überzeugt. Aber dann bin ich auch falsch verstanden worden. Wir haben dieses Angebot gemacht, ja, es wurde aber nicht genutzt. Jetzt haben Sie, ja gerade auch auf sich aufmerksam gemacht, diese Flexibilisierung, das gerade was die Kindergärten angeht. Das ist ja auch ein Thema, kann man durchaus sagen, was Sie sich auf die Fahne geschrieben haben. Warum und wie stehen Sie zu dem, was Herr Schönrock sagt? Ich sehe das ähnlich wie Herr Schönrock. Also ich glaube, dass wir das erstmal auch installieren müssen in unserer Gesellschaft. Wir haben bei uns aktuell bestimmte Betreuungszeiten, so im Regelfall von 7:30 bis spätestens 16 Uhr nachmittags. Und das passt einfach mit vielen Schichtdiensten gar nicht zusammen. Ich sehe viele Familien, da hat einer dann gesagt, ich bin höchstens noch halbe Tage beschäftigt, damit ich das alles auch geregelt kriege, damit das Kind auch genau in der Zeit betreut ist und ich dann aber wieder zur Verfügung stehe. Und ich denke, auch wenn wir diese Plätze vorhalten, die wir aber auch nur vorhalten sollten für Menschen, die auch in der Tat diesen Bedarf haben und nachweisen, ich bin zum Beispiel im Pflegedienst oder bei der Polizei oder in einem bestimmten Unternehmen, das im Schichtdienst arbeitet, oder ich bin alleinerziehend und entsprechend auch auf diese Entlastung in den Zeiten angewiesen, dann wird sich das auch etablieren. Im Moment ist das einfach zu wenig, was vorgehalten wird. Und es ist einfach im Moment noch so, dass die Familien sich entsprechend angepasst haben. Aber dieser Bedarf da ist, und ich sehe auch in meinem Umfeld, dass oft auch dieser Druck ist, Mensch, wie kriegt man das geregelt? Und dann müssen die Großeltern noch einspringen, und da wird immer drumherum organisiert, weil die Kindertageseinrichtungen das noch nicht leisten können. Ich glaube nicht, dass wir das in jeder Kita umsetzen können. Das ist finanziell und organisatorisch einfach auch viel zu schwierig, auch im Hinblick darauf, dass wir ja nicht gerade ein Übermaß an Erziehern haben, die zur Verfügung stehen, sondern wir werden das auf bestimmte Kitas sicherlich auch beschränken müssen und sagen müssen, da wird dieses Angebot vorgehalten. Wir brauchen das nicht zuletzt auch nicht nur zur Entlastung der Familien, sondern auch wenn wir an Fachkräftemangel denken, wenn wir daran denken an Pflegenotstand. Es sind so viele Menschen da, die in diesen Bereichen arbeiten können, aber es hängt einfach davon ab, dass die Betreuung der Kinder sichergestellt ist. Und auch diesen Schritt müssen wir daher machen, um andere Lösungen zu finden im Arbeitsbereich und auch bei den Unternehmen. Was die Frage gerade anging, wie steht man zum dritten beitragsfreien Kindergartenjahr, so rum, muss man ganz klar sagen, wir haben jetzt ja gerade seit diesem angelaufenen Kindergartenjahr das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr, was von der Landesregierung installiert worden ist. Da werden wir erst mal sehen müssen, welche finanziellen Auswirkungen hat das auch auf die Kommunen. Diese Auswirkungen werden direkt im Anschluss, also am Ende des laufenden Kindergartenjahres, berechnet werden. Dann weiß man, wo man steht. Und Corona wird auch die Kommunen, wird auch den Kreis finanziell noch mal enorm beuteln. Man muss immer fragen, können wir uns das überhaupt erlauben, diese Gedankenspiele umzusetzen? Und da werden wir erst mal sehen müssen, wo stehen wir finanziell und ist das umsetzbar, ist das machbar? Wir wissen alle, dass auch eine Kreisjugendamtsumlage sich ständig erhöht, weil ein immer höherer Bedarf an Hilfe da ist. Und wir dürfen da auch nicht in eine totale Überlastung der Kommunen kommen. Da wird man auch sagen müssen, auch Betreuung wird weiterhin kosten, weil wir das einfach nicht kostenfrei zur Verfügung stellen können. Das gehört sicher zur Wahrheit auch dazu. Flexibilisierung der Betreuungszeiten klingt ja erstmal
super, kann man viele Probleme auch mit angehen. Aber wir haben ja von Herrn Schunuck auch gehört, es gibt viel Kohle, die kaum genutzt wird. Ist denn das einfach mehr Geld, scheint ja nicht die Lösung zu sein, dieses Problem zu beheben? Also ich bin so eher der Pragmatiker und der Praktiker und habe mir dann Gedanken gemacht, Mensch, wie sieht das bei uns aus den Kerken? Wir haben einige Kindertageseinrichtungen. Und als allererstes ist ja immer die Frage, die sich stellt vor einem Kindergartenjahr, bekomme ich überhaupt als Familie einen Kindergartenplatz? Das ist ja erstmal ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann den Zuschlag bekommen habe, dann bin ich froh, Mensch, mein Kind ist drin und das Geschwisterkind ist vielleicht auch schon ein Jahr vorher reingekommen und ich habe erstmal einen Platz. Wenn jetzt jeder Kindergarten in Kerken Betreuungszeiten vorhalten müsste, die bis 19 Uhr abends gehen, dann müssten quasi die Sachlichkeit, quasi Heizung etc. des Gebäudes müsste länger laufen an 5 Gebäuden. Dann müssten mehr Personal müsste eingestellt werden beziehungsweise anders umgestellt werden. Das halte ich auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels für sehr, sehr schwierig. Nur aus pragmatischer Sicht jetzt. Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht möchte. Klar ist das wünschenswert, aber in Kerken, wenn wir nachher einen Kindergarten hinbekämen, der das umsetzen könnte, hätte man aber dann das Problem um 4 Uhr nachmittags, dass vielleicht das eine Kind in dem evangelischen Kindergarten ist, aber nur ein Kindergarten kann es umsetzen und es müsste dann quasi in den anderen Kindergarten rein zu anderen Kindern. Deswegen von der Praktikabilität her, glaube ich, haben wir da ein Problem. Ich glaube auch, dass wir an andere Möglichkeiten denken müssen. Ich bin ja sehr viel im Ausland gewesen, all die Jahre über den Fußball. Immer Dienstags bis Donnerstag noch Champions League und war immer relativ viel unterwegs. Und Samstag, Sonntag Bundesliga. Das heißt, ich habe damals, wir haben eine 52-jährige Pensionärin eingestellt auf 450-Euro-Basis, die uns und auch der Mann auch auf 450-Euro-Basis, die uns im Haushalt geholfen haben. Vielleicht muss man darüber nachdenken, auch hier nochmal Werbung zu machen für Menschen, die ja, ich sage einfach mal, keine richtige Aufgabe mehr haben und wo Freiräume da sind. Das wird viel zu wenig gemacht aus meiner Sicht, quasi Ersatzopa, Ersatzoma. Dass man diese Möglichkeiten nutzt, um, ich sage einfach mal, Familien zu unterstützen. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Kerken nehmen oder auch vielleicht andere Regionen nehmen, die ganz ländlich liegen, dass vielleicht hier nach 16 Uhr ein Prinzip in der Tagesmutter vielleicht besser aufgehoben wäre, wo dann 2, 3 Kinder hingehen würden, dass dann bis 19 Uhr die Zeiten abgedeckt wären. Einfach von der Praktikabilität her. Zum beitragsfreien dritten Kindergartenjahr bin ich persönlich der Meinung, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe die Arbeit so geschätzt, ich habe da gerne für gezahlt. Ich habe da gerne für gezahlt, ich konnte es auch von der Steuer absetzen. Und ich finde es auch gut, dass dann Leute, die nicht so viel verdienen, eben aufgrund des Schlüssels nicht so viel bezahlen müssen. Ich persönlich habe da gerne für bezahlt und würde es auch weiter, meine Kinder sind jetzt inzwischen ja aus dem Kindergarten, würde es aber auch jetzt nach wie vor machen, weil ich auch denke, und da möchte ich von Großen zustimmen, wer weiß, was die Kassenlage in den nächsten Jahren bringt. Und ich glaube, dass diejenigen, die bezahlen, auch den vernünftige Sätze, die viel arbeiten, bekommen aber auch viel zurück von den Kindertagesstätten etc. Das ist meine persönliche Meinung. Von daher, ich weiß die Arbeit zu wertschätzen und habe gern dafür bezahlt. Und nochmal, ich konnte es auch von der Steuer absetzen. Also ist wahrscheinlich eher beitragsfrei erstmal Wunsch, Vater des Gedankens. Zumindest ist das nicht das, was ich anstrebe, sondern ich würde einfach sagen, dass diejenigen, die gut verdienen, deren Kinder gut aufgehoben sind, wo richtig gute Arbeit gemacht wird, dass man das Geld weiter ruhig zahlen sollte. Und ich glaube, die nicht so gut verdienen, die werden von dem Schlüssel auch nicht so beeinträchtigt, dass sie viel für die Kindergarten, ich sag mal, Zuschüsse, also freiwillig im dritten Jahr dann geben müssen. Herr Schönrock, Ihre Meinung. Man hört ja, der Bedarf ist hoch, aber es wird nicht genutzt, trotz des Geldes, was da ist. Was erwarten Sie von einer Landrätin und einem Landrat, wie er das Problem anpackt? Dass er die Mittel nutzt, dass wir in allen Kommunen, für die das Kreis zuständig ist, solche Angebote haben. Und dann spreche ich nochmal nicht von den Mittelschichtsmenschen oder so wie wir, sondern ich spreche von denen, die für Mindestlohn arbeiten gehen, in der Pflege vielleicht oder im Einzelhandel und die dringend darauf angewiesen sind, auf diese flexible Betreuungszeiten. Und wir brauchen ein bisschen längeren Atem, weil die erstmal sind sie nicht angemeldet vielleicht, aber nächstes Jahr werden sie angemeldet in der Kindertageseinrichtung, wenn sie wissen, dass es dieses Angebot gibt. Und dafür würde ich plädieren. Und vielleicht muss man ja auch so ein bisschen, ich sag's mal, werben für dieses Konstrukt, dass man halt vor 7 und nach 17 Uhr noch in den Kindergarten kann, möglicherweise. Ich kann Ihnen sagen, dass das in Kleve, in der Kita, für die wir zuständig sind, wir eben seit letztem Jahr machen. Und das ist nicht zum Selbstläufer. Also der Bedarf ist da. Der entsteht. Natürlich ist Kleve etwas größer als Bettburg-Hauch. Das ist so. Oder als Kerken. Trotzdem glaube ich auch, dass auch in Kerken alleinerziehende Menschen gibt oder andere, die darauf warten, dass das Angebot flächendeckend eingeführt wird.
Fakt ist, da kommt auf jeden Fall auf die kommende Landräte oder den kommenden Landrat einiges an Arbeit zu, wo man dann anpacken kann. Auf uns wartet jetzt gleich das Themenfeld 3, Armut, Wohnen und soziale Hilfen. Und wenn Sie von Anfang an dabei waren, wissen Sie ja, jetzt gibt es eine kurze Pause, denn die Experten verlassen gleich das Podium, dann gibt es wieder neue, werden neu verkabelt. Bleiben Sie aber unbedingt dran.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Livestream aus Kevela und unserem dritten und letzten Themenblock. Ich habe es schon gesagt, Armut, Wohnen und soziale Hilfen. Auch das ist ein sehr interessantes und sehr tiefgründiges Thema. Wieder drei neue Experten hier bei uns im Podium, in der Runde. Das ist einmal Gerrit Hermanns vom Caritasverband Geldern Kevela, Bereichsleitung Soziale Dienste. Hallo, Herr Hermanns. Markus Schwers, AWO Kreisverband Kleve und Koordinator Beratungsstellen. Und Dirk Börmann, habe ich gelernt, von der Diakonie, mein Gott, lange Bezeichnung, Diakonie im Kirchenkreis Kleve, Fachbereichsleiter ambulante betreutes Wohnen und Sprecher der psychosozialen Arbeitsgemeinschaften im Kreis Kleve. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Beginnen wollen wir aber mit Ihnen, Herr Hermanns, denn wir wollen reden über finanzielle Not, die aber auch noch ganz andere Sachen mit sich bringen kann. Welche sind das und welche Fragen haben Sie? Ja, ich würde gerne noch mal auf die Situation der älteren Menschen bei uns im Kreis Kleve eingehen, auch wenn wir im ersten Block da schon viel drüber gesprochen haben. Wir wissen alle, im Jahr 2030 sind 30% der Bevölkerung im Kreis Kleve 65 Jahre und älter. Und wir diskutieren und haben ja auch im ersten Teil viel über das Thema Pflege diskutiert. Als Freie Wohlfahrt möchten wir aber auch nochmal auf ein ganz anderes Thema eingehen, das unmittelbar mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft zusammenhängt und uns große Sorge bereitet. Nämlich die verstärkte finanzielle und soziale Armut, insbesondere von alten Menschen in unseren Städten und Gemeinden. In Zukunft, und das können wir heute schon absehen, werden im Kreis Kleve immer mehr Menschen auf Grundsicherungen angewiesen sein im Alter. Und dafür ist ja bekanntlich auch der Kreis Kleve zuständig. Die Folgen von finanzieller Armut haben aber immer auch eine soziale Dimension. Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe, Abbau von körperlicher und geistiger Aktivität, Vereinsamung, soziale Isolation, Zunahme von gesundheitlichen Problemen und vieles mehr. In unseren Beratungsdiensten, wie zum Beispiel der Allgemeinen Sozialberatung, erleben wir immer häufiger Menschen, die aus Scham, aber vielfach aus anderen Gründen, keine Hilfe von sozialen Ämtern annehmen wollen oder eben auch können. Die sich verschulden und mit dem Wenigen auszukommen versuchen, was ihnen gegebenenfalls von den kleinen Renten noch bleibt. Und immer mehr Menschen, auch wenn wir vielfach meinen, die Welt hier im Kreis Kleve ist noch im Döschen in Ordnung, fallen tatsächlich auch durch soziale Netze. Die finden keinen Halt mehr durch Familien, sind vereinsamt, haben keinen Bekanntenkreis mehr, der sie unterstützt und verlieren den gesellschaftlichen Anschluss. Vor dem Hintergrund würde ich gern von Ihnen als Kandidatin bzw. Kandidaten wissen, welche Maßnahmen Sie gegen die verstärkte finanzielle und soziale Armut, insbesondere von älteren Menschen, in unserem Kreis ergreifen wollen. Welche Konzepte halten Sie für geeignet und wo sehen Sie da auch die Rolle von Kommune, Kreis bzw. auch uns als Wohlfahrtsverbände? Versuche ich mal Schiedsrichter zu sein, weil ich ja ein bisschen möchte, dass alle mal anfangen oder enden, Herr Winkmann. Ich glaube, Sie sind lange nicht mehr gestartet. Dann legen Sie doch mal los. Also soziale Vereinsamung und soziale Armut, das ist ja wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie stehen Sie dazu? Ja, ich glaube, das, was gerade gesagt worden ist, auch wenn wir auf dem Land leben, hier ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn ich zwischendurch durch meinen Ort gehe, man merkt schon, dass die Menschen, gerade in Kerken sind ganz, ganz viele alte Leute, und sie merken, es gehen eigentlich immer die gleichen Menschen alleine spazieren und sie fragen sich, wann macht er eigentlich die Tür zu, was macht er eigentlich zu Hause? Und ich glaube, das, was hier gesagt worden ist, das Entscheidende, ältere Menschen sind nicht mehr flexibel, sich einfach teilweise selbst zu helfen. Und ältere Menschen haben tatsächlich Scham, auf dem Ort in das richtige Amt zu gehen. Und wenn sie in das Amt gehen, dann sitzt da einer, der vielleicht der Neffe seines besten Freundes ist. Und das macht keiner. Und das ist ein riesiges Problem. Wir müssen Lösungen finden auf dem Land. Lösungen insbesondere in den ganz kleinen Gemeinden, dass wir mehr anonymisiert zur Hilfe kommen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir dort vielleicht dann auch unparteiische einsetzen und eben nicht immer nur Mitarbeiter des Kreises, die gerade im SGB-II-Bereich und so weiter zuständig sind, sondern wir müssen gucken, bekommen wir Anlaufstellen, die wirklich unparteiisch sind, wo Leute irgendwo sitzen auf dem Dorf, die nicht dort aufgewachsen sind. Ansonsten nimmt dieses Angebot keiner wahr, weil die Leute einfach Scham und Angst haben. Ich glaube, dieser erste kleine Schritt, ich habe noch nicht überlegt, wer es machen kann, ob es durch einen Träger gemacht werden kann oder ich habe auch schon mal überlegt, ob es nicht einfach möglich wäre, gemeinübergreifend etwas einzurichten. Aber
Ich glaube, dass wir dazu kommen müssen, das zu akzeptieren, dass die Menschen sich nicht helfen lassen wollen. Und das, was der Kreissportbund jetzt, Kinder nehmen Erwachsene an die Hand, also nehmen Senioren an die Hand. Es gibt jetzt ganz viele Geschichten, haben wir ja vor ein paar Tagen gehört. Das sind die Schritte, die wir machen müssen. Wir müssen schauen, dass, ich habe das ja vorhin auch schon mal gesagt, ich glaube, Menschen müssen mit 60, 65 spätestens umziehen, damit sie ihren letzten Lebensabschnitt, die letzten 25 Jahre an einem Platz verbringen, der eben nicht ihr großes Haus oder die gleiche Wohnung ist im dritten, vierten Stock, sondern der altengerechtes Wohnung in einem Quartier möglich macht. Und dieser Bericht, den wir am Anfang hatten, von 2013, hat genau dies eingefordert. Der hat Quartiere eingefordert, der hat eingefordert, Mensch, wie viele Ärzte haben wir? Und der hat schon gesagt, wir haben die und die Anzahl von über 65-Jährigen im Kreis. Und jetzt müsste man einfach mal gucken, wie viele Quartiere sind entstanden. Und wir brauchen halt auch den Wohnraum dafür, der bezahlbar ist. Aber wie viele Quartiere sind entstanden eigentlich? Und das müsste man eigentlich nochmal machen. Was ist 2013 besprochen worden und wo stehen wir heute? Und ich glaube, es ist einiges passiert, aber am Ende, wenn man die Kontrollzahlen sieht, definitiv nicht genug. Aber meinen Sie, das ist so leicht, eine 65-Jährige oder einen 65-Jährigen aus dem alten Haus rauszubekommen? Nein, das heißt, das fängt ja schon mit den Eltern an. Da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Aber diese Überzeugungsarbeit, wir müssen diese Überzeugungsarbeit leisten, weil was bringt es Ihnen, wenn Sie nachher in Ihrer Wohnung wohnen, nochmal vierte oder fünfte Etage, und Sie finden den Absprung nicht. Und zwar der Absprung heißt Richtung Zentrum, dort, wo die Gemeinde, damit Sie teilhaben können am Leben und nicht irgendwo außerhalb wohnen. Und Sie müssen auch Richtung Geschäfte, Sie müssen also diese ganze Infrastruktur, Sie müssen gucken, dass Sie das gerade auf dem Dorf so versuchen, ein bisschen zu zentrieren. Und müssen dann aber auch über diese ganzen Gemeinschaftsangebote. Die Leute müssen hin zu Gemeinschaftsangeboten. Wenn Träger etwas anbieten, dass die Leute mitgezogen werden und auch dahin gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit eben auch keine Vereinsamung stattfindet. Aber es ist, und ich beobachte es auch bei uns gerade auf dem Land, es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, wir müssen da wirklich was gegen tun. Ich nehme Ihren Gedanken mal auf, den Gedanken eines Unparteiischen im Dorf. Was sagen Sie dazu, zu dieser Idee von Herrn Winkmann? Ich selber halte von der Idee nicht ganz so viel, weil ich denke, überall, wo Personal noch neu eingestellt wird, müsste es bezahlt werden. Ich wüsste jetzt auch nicht, in welcher Funktion jemand da tätig sein sollte. Natürlich muss das über die Sozialämter laufen, dass man dort seine Anträge stellt bei den entsprechenden Mitarbeitern. Die Frage ist ja, wie kann man Hemmschwellen abbauen? Wie kann man Informationen an Seniorinnen weitergeben, an Senioren und die Ängste auch nehmen, den Gang zum Sozialamt zu wagen. Wir haben natürlich jetzt, müssen wir auch dran denken, das ist alles Bundesrecht, was wir da umsetzen müssen. Also was jetzt soziale Armut betrifft, sieht es so aus, dass wir natürlich auch einen Schritt in die richtige Richtung sicher getan haben, dass die Grundrente kommt. Das wird vielleicht hier und da auch wirklich was bringen, aber da wäre auch die Frage, inwiefern können über verschiedene Träger auch nochmal ein Angebot bedient werden, Seniorinnen und Senioren aufzuklären, welche Rechte sie haben und dass es nicht schlimm ist und dass man sich nicht schämen muss und dass man da auch Informationen bekommen kann. Wir sehen ja auch, wie viele Menschen zum Beispiel bei den ehrenamtlich tätigen Vereinen sich zum Beispiel zu ganz günstigen Konditionen Nahrungsmittel holen. Ja, wenn ich da an den Verteiler zum Beispiel denke, wenn ich an die Tafeln denke, das wird ja auch angenommen, dieses Angebot. Und das müsste man vielleicht in der Hinsicht so ein bisschen erweitern, dass da auch vielleicht, wer kann ehrenamtlich Beratung leisten kann. Aber ich sehe das nicht, dass man jetzt zusätzliches Personal in welcher Form auch immer einstellt, weil das auch einfach finanziell eine Größenordnung annehmen würde, wo ich nicht wüsste, wie das zu tragen sein soll. Da sollten wir das Geld lieber woanders auch einsetzen. Das jetzt erstmal dazu, jetzt überlege ich gerade, das waren jetzt verschiedene Fragen, glaube ich. Helfen Sie mir nochmal. Es ging um soziale Vereinsamung oder soziale Armut. Vereinsamung. Und wenn, also soziale Armut, da habe ich jetzt gerade was zu gesagt, da können wir natürlich selber wenig dran tun, weil wir da einfach auch das Bundesrecht umsetzen müssen. Aber was die soziale Vereinsamung angeht, da sind wir doch genau wieder bei dem Punkt, wo wir sagen müssen, welche Angebote können kommen. Ich sage Heimatvereine, Kulturvereine, Sportvereine. Was kann ich für Seniorinnen und Senioren
Personen tun, wo die sich auch in einer gewissen Gemeinschaft wiederfinden und eben nicht vereinsamen? Wo sind attraktive Angebote? Da sind wir alle gefragt. So, und das muss dann nicht alles über die Verwaltung laufen, aber der Kreis kann natürlich seinen Anteil gut dazu beitragen, zu sagen, man kommt mal zusammen und man stellt Überlegungen an oder welcher Verein hat zum Beispiel welches Angebot schon gemacht, was gut angenommen worden ist, sodass das auch bei anderen angestoßen werden kann. Aber das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und ich glaube, wir sehen immer, wie viel von den Ehrenamtlern geleistet wird, mit wie viel Herzblut und das muss dann aber auch vor Ort stattfinden, weil die Menschen ja auch vor Ort leben und vor Ort dann vielleicht den einen oder anderen mitziehen oder sagen, Mensch, ne, den kenne ich, mein Nachbar ist auch da, da gehe ich auch hin und das meine ich, ist das A und O, gegen soziale Vereinsamung auch zu wirken. Was wollen Sie hier im Kreis machen, um Senioren vor der Vereinsamung zu schützen? Ich gehe erstmal einen Schritt zurück. Ich glaube, dass Altersarmut wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und wir müssen jetzt schon gegensteuern für zukünftige Dinge. Ich denke da an Erhöhungen von Mindestlohn. Ich denke auch daran, dass ähnlich wie bei Kindererziehungszeiten, Haushaltszeiten zum Beispiel bei den Damen unserer Gesellschaft, ich sag mal, mit eingepreist werden in der Rente. Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten oder ich weiß, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Ich würde erst von Wohnformen ausgehen. Der soziale Wohnungsbau muss deutlich ausgeprägter werden hier im Kreis Kleve. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Quartiere zu bilden, ja, wo Alt und Jung zusammenleben, wo gegebenenfalls ein Quartiermanager, ich sag mal, mietfrei wohnt und dafür den älteren Menschen die Zeitung holt, die Zeitung vielleicht auch vorliest, den Rollstuhl hochholt oder dergleichen mehr. Aber ich denke auch an aufsuchende Sozialarbeit. Ich hoffe da auch auf die Mithilfe von ich sag mal, Altenstuben, von Kirche, die einfach sagen, pass mal auf, der und der oder die und die, die müsste im Grunde genommen mal aufgesucht werden, weil ich immer auch jemanden brauche, wenn ich in dieses tiefe Loch falle, der von außen mir Anstöße gibt, ja, der mich motiviert, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, der mir auch, ich sag mal, Dinge rät, wo ich weitere Hilfen bekommen kann, wo ich auch finanzielle Dinge nochmal abgreifen kann. Das wäre so mein Weg, den ich gerne beschreiten würde. Zum Thema Wohnen kommen wir ja gleich noch. Einfach jetzt mal ganz platt gefragt. Kann man soziale Armut oder Vereinsamung nur dadurch verhindern, dass man Senioren zum Beispiel finanziell unterstützt, weil das kann ja wahrscheinlich auch nicht das Ende vom Lied sein. Nein, ich glaube, die brauchen jemanden, der die an die Hand nimmt und denen einfach mal wieder, ich sag mal, zeigt, wie schön das Leben ist. Ja, damit die wieder, sag ich mal, Lebensfreude, Lebensmut entwickeln, weil die sitzen gerade in einem, ja, Closed Shop und kommen da im Grunde genommen selbstständig nicht mehr raus. Das ist mein Ansatz. Was halten Sie von dem Ansatz oder den anderen Ansätzen hier, die wir jetzt gehört haben? Also ich glaube, das Thema ist klar, dass wir insgesamt als Gesellschaft natürlich das Thema aufgreifen müssen und da auch gesellschaftliche Unterstützung bieten müssen. Aber es geht, glaube ich, nicht, dass wir sagen, das passiert von alleine, sondern es muss gesteuert werden, es muss koordiniert werden. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn man vorne anfangen kann und das Thema der sozialen Existenz oder der Existenzsicherung an der Stelle schon verbessert und Menschen eben einen auskömmlichen Lebensunterhalt zur Verfügung stellen kann. Das ist über Bundesrecht, das gelingt an der Stelle nicht. Aber was wir als auf Kreisebene ja machen können, was wir in den Kommunen machen, das ist das Thema, wenn es soweit oder wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, da auffangen. Und dann bin ich sehr bei Herrn Driessen an der Stelle, dass wir die Quartiersarbeit hier vor Ort stärken. Und dass wir es nicht zu einem Zufallsprodukt kommen lassen, wo denn eventuell Kirchengemeinde, Bürgerinitiativen oder auch Wohlfahrtsverbände zufällig unterwegs sind und sagen, da machen wir was, da sehen wir eine Notlage. Sondern ich glaube, dass man das stärker gestalten muss. Und da sehe ich sicherlich auch nochmal den Kreis in der Verantwortung. Wenn ich jetzt rüberschaue in den Kreis Wesel, da gibt es seit vielen Jahren schon eine Seniorenberatung. Es gibt dort seit vielen Jahren schon eine Förderung der Quartiersarbeit in dem gesamten Kreis. Und ich glaube, dass wir das stärker hier auch in den Blick nehmen sollten, zu schauen, was gibt es schon an vielen Angeboten, Initiativen, wo sind Vereine auch schon längst unterwegs. Aber es muss jemand da sein, der das in die Hand nimmt, der steuert, der neue Angebote aber auch auf den Weg bringt. Und ich glaube, da gibt es durchaus auch viele Möglichkeiten, wo wir gemeinsam dann auch Wohlfahrtsverbände und Kommunen auch neue Wege für die Menschen auf den Weg bringen können. Jemand, der das steuert, könnte das ein Unparteiischer sein, den Herr Winkmann integrieren wollte? Ich glaube, es geht da nicht um Anonymität und um Unparteilichkeit. Ich glaube, wir müssen Vertrauensnetzwerke bilden.
Und das hängt davon ab, einfach wer vor Ort gut verdrahtet und vernetzt ist, wer schon stark vor Ort ist, die Person müssen wir, glaube ich, stärken. Und das können Wohlfahrtsverbände sein, das können Anlaufstellen sein, wie bei uns zum Beispiel die Caritas-Zentren, das können aber auch schon bestehende Bürgerinitiativen sein, die ja zum Teil selber Räumlichkeiten anmieten und dort Angebote für Senioren gestalten. Hier in Kevela ist das Seniorenaktiv zum Beispiel, die regelmäßig Senioren einladen, mit denen Unternehmungen machen. Und ich glaube, da müssen wir schauen, wer ist vor Ort und wie können wir diese Akteure stärken. Jetzt haben wir das Thema Wohnen ja auch schon angerissen. Das ist, glaube ich, der perfekte Schwenk zu Ihnen, Herr Schwers. Das ist ein Unterthema, über das wir jetzt reden wollen. Wohnraum und vor allem natürlich bezahlbaren Wohnraum. Genau, wir als Wohlfahrtsverbände, wir weisen seit vielen Jahren auf die wachsende Wohnungsnot im Kreis Kleve hin. Besonders Menschen mit geringen Einkommen sind davon betroffen. Die Mietpreise für neu geschaffenen Wohnraum liegen in der Regel oberhalb der im Kreis Kleve geltenden Grenzen für die sozialrechtliche Angemessenheit von Wohnkosten. De facto gelten Grenzen für die De facto gibt es kaum günstigen Wohnraum zur neuen Vermietung, aber immer mehr Menschen, die darauf angewiesen sind. Unter anderem Studierende, Alleinerziehende, Familien mit geringem Einkommen, Erwerbslose, Menschen mit besonderen Betreuungsbedarfen, Senioren und Senioren mit kleinen Renten, Geflüchtete, die eine Wohnsitzbindung haben, EU-Zuwanderer, die zu uns kommen, um hier im Kreis Kleve oder im benachbarten Ausland zu arbeiten. Nicht selten kommt es vor, dass Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherungsleistungen von den Jobcentern bzw. den Sozialämtern aufgefordert werden, sich eine günstigere Wohnung zu suchen. Ansonsten werden die Kosten nur noch teilweise für den Wohnraum übernommen. In unseren Beratungsstellen, wie bei uns in der Erwerbslosenberatung, haben wir es häufig mit Menschen zu tun, denen dann, weil sie keinen günstigen Wohnraum finden, von einer Kürzung für die Hilfe zum Lebensunterhalt betroffen sind. Meine Frage dazu: Was wollen Sie tun, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern? Inwieweit würden Sie auch sozialrechtliche Möglichkeiten ausschöpfen? Sie gucken schon so. Also die Zielvorgabe ist ja, dass 30% sozialer Wohnungsbauanteil existiert bei den neu entstehenden Bauten. Es gibt auch das Ziel, dass man die Innenverdichtung vornimmt in den Städten und Gemeinden, um gerade auch in den Orts- und Stadtkernen den sozialen Wohnungsbau mitzufördern. Die KKB hat entsprechend auch ihren Geschäftsbereich erweitert, um auch diese Zielvorgabe für den Kreis Kleve zu erreichen. Das passiert dann in Zusammenarbeit auch mit den Kommunen. Da kommen jetzt die ersten Wohnungen an den Markt. Der Bedarf ist da. Das ist, glaube ich, völlig unstrittig. Wir haben, das haben Sie gerade auch erläutert, einfach eine ganze Menge von Menschen, die sich genau um die gleichen Wohnungsgrößen in den gleichen finanziellen Spielräumen bewerben. Das sind eben vom Studierenden über Alleinerziehende, Geschiedene bis hin zu Seniorinnen und Senioren, die einfach nachher auch sich kleiner setzen wollen und auch natürlich in Anbetracht der Rente nicht so viel Möglichkeiten haben, teurere Wohnungen sich noch zu leisten. So, da muss jetzt nachgearbeitet werden. Da gibt es auch bestimmte Pläne, wie viel in welcher Kommune an Wohnraum geschaffen werden muss. Da hat es Untersuchungen zugegeben, da liegt ein Gutachten vor. Der Kreis Kleve hat das Thema aufgegriffen und das muss jetzt auch in der Tat umgesetzt werden. Mal aus Interesse nachgefragt, vielleicht wissen das nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Sie haben gesprochen von sozialrechtlichen Möglichkeiten, die man ausschöpfen könnte. Was wäre das zum Beispiel? Ja, es ist ja häufig so, dass zum Beispiel auch bei den EU-Einwanderern, die wir haben, die ihren Job verlieren, dass die dann ganz schnell durchs Raster zum Beispiel fallen, dass die Jobcenter nicht für sie zuständig sind, an die Sozialämter verwiesen wird, die Sozialämter nicht zuständig sind und dass man hier einfach unbürokratisch Lösungen findet, dass diese Menschen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, damit sie nicht in die Wohnungslosigkeit kommen zum Beispiel. Also das wäre auch ein Wunsch, den Sie an den kommenden Landrat bzw. Landrätin hätten. Herr Drissen, die Krux ist ja leider nicht neu. Immer mehr Menschen, die günstigen Wohnraum wollen auf der einen Seite, aber es gibt kaum günstigen Wohnraum. Wie sind Ihre Ansätze da?
Also ich sehe das zum Teil so wie meine Vorrednerin. Die KKB hat tatsächlich das neue Geschäftsfeld aufgemacht und ich glaube, da müssen wir richtig angreifen. Das Zweite ist, wenn ich Landrat würde oder wäre, würde ich auch mit den Kommunen darüber sprechen, dass in jedem, ich sag mal, neu geschaffenen Bebauungsgebiet ein Teil, ich sag mal, freigehalten wird für genau diesen Bereich, für den sozialen Wohnungsbau. Und das Letzte, was ich dazu jetzt sagen möchte, ich glaube tatsächlich, sage ich mal, als kommunale Familie sind wir da insgesamt viel, viel besser aufgestellt. Und zu den Ausnahmeregelungen, die Sie gerade gesagt haben, ich kenne sogar noch einen Weg, der über die Sozialhilfe hinausgeht, gibt den ordnungsrechtlichen Bereich. Wir können ja auch als Ordnungsämter 2x3 Monate beschlagnahmen, um, sage ich mal, dann dieser Familie zumindest die Möglichkeit zu geben, in dieser Zeit sich selber wieder zu helfen. Weil ich glaube, auch der Weg Hilfe zur Selbsthilfe muss da also stärker, sage ich mal, ins Auge gefasst werden. Sie haben ja auch gerade gesagt, die Mietpreise sind oberhalb der im Kreis Kleve geltenden Grenzen für die sozialhilferechtliche Angemessenheit von Wohnkosten. Wie kann man das, wie muss man das vielleicht verhindern? Ich denke, jetzt in der Gemeinde Röhrt, das ist ein sehr gutes Beispiel gewesen. Dort ist die ehemalige Grundschule verkauft worden, und zwar ein Investor aus Kleve-Matterborn. Und am Ende ist dort Folgendes passiert. Man hat auf der einen Seite gesagt, du kannst hier ein Ärztehaus hinsetzen oder ein größeres Haus, aber den anderen Teil benutzt du bitte für sozialen Wohnungsbau. Und ich glaube, das muss der Mix sein für die Zukunft. Das heißt, wenn Kommunen, dass man mit den Bürgermeistern spricht, bitte, wenn ihr was verkauft, größere Einheiten an Investoren, bitte verpflichtet sie dazu, auch sozialen Wohnungsbau mitzunutzen. Ich glaube, es ist so viel Geld im Umlauf. Und wir müssen uns mal alle selbst an die Nase packen, ob ich 3% Rendite nach habe oder 3,2%. Ich glaube, der soziale Wohnungsbau, der wird so stark gefördert. Ich glaube, wir können da viel machen. Nur ich möchte auch noch mal darauf hinaus, das stand schon 2013 zum großen Teil auch alles in diesem Bericht. Das darf man auch nicht vergessen. Also dieser Bericht, der erstellt worden ist durch die Verbände, hat im Ende schon genau diese, ich sage einfach mal, Zukunftsperspektiven aufgezeigt. Wir dürfen auch nicht immer nur reden, sondern wir müssen auch mal irgendwann machen. Und das ist auch mal ganz wichtig, weil in den 7 Jahren, nochmal, mir wäre es ganz wichtig, dass man mal die Zahlen erheben würde, wie viel Mehrgenerationenquartiere sind denn gebaut worden, wie viel Quartiere sozialer Wohnungsbau, was ist da entstanden? Das war alles schon vor 2013 dort drin. Und ich glaube, da muss man auch mal sehen, was haben wir gemacht? Ist das messbar oder nicht messbar? Und dann müssen wir hier auch da mal loslegen und sagen, dass wir nicht in 5 Jahren hier sitzen und sagen, wir haben 3 oder 4 soziale Wohnungsbauten fertiggestellt über die Kommunen. KKB, sehr gut, finde ich auch super, dass das gemacht wird, aber wir müssen halt auch die örtlichen Bürgermeister dann mit in die Pflicht nehmen, dass wenn öffentliche Gebäude oder sonstiges veräußert werden, dass wir dort dann aktiv werden für sozialen Wohnungsbau. Mal kurz eingehakt, Sie sprachen gerade davon, Bauherren oder Leute, die Gebäude gekauft haben, zu verpflichten, das auch teilweise für Sozialbau zu machen. Ja. Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Das ist natürlich niemanden. Aber man könnte natürlich eine Ausschreibung machen und dann einfach in der Ausschreibung vielleicht eine Beschränkung mit aufnehmen. Okay. Das zumindest versuchen zu sagen, Mensch, du hast hier 2000 Quadratmeter, du kannst hier 2000 Quadratmeter Wohnfläche, aber 500 müssen bitte im sozialen Wohnungsbau sein. Das wäre eine Möglichkeit, das zu machen in der Ausschreibung schon an sich. Aber am Ende verpflichten oder so, wenn sich nachher keiner findet, der so ein Projekt bauen will, weil sich nicht rechnet, dann geht's natürlich auch nicht. Leute bauen nur dann, wenn es sich auch rechnet. Aber irgendwann müssen wir auch mal anfangen, auch bei uns, es ist so viel Geld im Umlauf, die Zinsen sind so preiswert, dass der ein oder andere dann vielleicht doch mal mehr, so wie jetzt in Röhrt, so ein Projekt dann auf die Beine stellt. Schön zu sehen, dass auch alle Kandidaten und Kandidatinnen natürlich für sich antreten. Aber Sie, Herr Driessen, habe ich gerade immens nicken sehen. Haben Sie, Herr Winkmann, zugestimmt in dem, was er sagt? Ich kenne den Unternehmer, ist ein guter Freund von mir. Frau Kurt kennt ihn auch, also von da aus her, der ist einfach so aufgestellt, der hat bei uns auch sozialen Wohnungsbau gemacht. Das steckt in ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, und deswegen habe ich so gemacht. Also ein Ansatz, den Sie auch befürworten. Ja. Herr Schwerst, was denken Sie, wie fühlen Sie sich? Haben Sie Antworten auf Ihre Fragen bekommen? Ja, ich denke wirklich, dass es ganz wichtig ist, Wohnraum als quasi mit Elementarstes, was der Mensch braucht, zu begreifen und den eben nicht dem freien Markt ganz zu überlassen. Von daher begrüße ich schon, dass die Runde sich einig darin ist, den sozialen Wohnungsbau wieder zu fördern, dass man auch hingeht und diesen Mix herstellt, sodass unterschiedliche finanzielle Gruppen auch miteinander wohnen, dass es keine
Gebiete gibt, wo nachher nur Geflüchtete hinziehen, weil nur da der Wohnraum günstig ist. Also ich denke, das ist schon ein ganz guter Weg. Bin ich mal gespannt, ob Worten dann auch Taten folgen, egal wer es dann am Ende wird. Vielen Dank für Ihre Offenheit, für Ihre Fragen. Dann kommen wir mal zu Ihnen, Herr Börmann. Wir wollen über das Thema Sucht reden. Genau, ich habe zum Abschluss eine Frage, die allen unter den Nägeln brennt, die im Kreis Kleve mit der Suchthilfe zu tun haben. Es gibt im Kreis Kleve über 200 opioidabhängige Menschen, die in Substitutionsbehandlungen sind. Bereits heute muss ein Großteil der im Südkreis lebenden opioidabhängigen Menschen eine lange Bus- und Bahnfahrt zu einem der substituierenden Ärzte in Kleve oder zur Suchtambulanz in Bettburg-Hau bewältigen. Viele der altgewordenen und geschwächten abhängigen Menschen sind dazu kaum mehr in der Lage. Im Kreis Kleve gibt es im Südkreis nur eine Arztpraxis in Geldern, die opioidabhängigen Menschen eine Substitutionsbehandlung anbietet. Dieser Arzt ist bereits Mitte 60 und es ist bislang niemand in Sicht, der künftig südlich von Bettburg-Hau substituieren wird. Sehen Sie dies als ein Problem an, das zu lösen Sie als Landrätin oder Landrat beitragen möchten? Und wenn ja, wie? Bitte. Ja, ich halte das für dringend erforderlich, dass wir da Lösungen finden. Wir haben im Nordteil des Kreises in der Tat natürlich die Möglichkeit, dass die Menschen über den LVR in Bettburg-Hau angebunden werden können. Wenn wir aber die Fahrtstrecken kennen aus dem Süden Richtung Norden, dann ist das im Grunde genommen zum einen weder umsetzbar für geschwächte Menschen, die Sie gerade genannt haben, aber ich finde es auch schwierig für Menschen, die eine entsprechende Substitution brauchen, aber ja trotzdem auch im Arbeitsleben widerstehen sollen. Die müssen das ja auch vereinbaren können mit dem Beruf, auch mit der Familie vereinbaren können. Und da braucht es Angebote. Ansprechpartner da müsste für den Kreis Kleve zum Beispiel an erster Stelle auch die Kassenärztliche Vereinigung sein. Die ist zuständig, um sich auch um diese Angebote zu kümmern. Da muss dann auch nochmal klar Position bezogen werden, dass wir da auch einen Nachbesserungsbedarf sehen und auch den Süden zum Beispiel gut versorgt wissen müssen. Ich glaube, das kann aber insbesondere auch nicht nur über die großen Kliniken wie den Landschaftsverband Rheinland erfolgen. Dafür brauchen wir entsprechende Arztpraxen. Aber da muss man ins Gespräch gehen mit der KV. Was noch vielleicht eine Möglichkeit sein könnte für den Kreis Kleve, gerade für den südlichen Teil, wäre natürlich die Frage, inwiefern könnte da auch die Klinik in Süchteln, Kreis Viersen, eine Rolle spielen, dass Menschen aus dem Kreis Kleve die Möglichkeit haben, sich in Süchteln entsprechend substitutionieren lassen, weil das natürlich von der Wegstrecke her viel einfacher wäre. Ich meine aber, wir müssen da mit der Kassenärztlichen Vereinigung ins Gespräch gehen, müssen auch gemeinsam im Gespräch sein. Das wird ohne Dialog und auch ohne eine gewisse Erwartungshaltung, die da zu Recht aufgebaut wird, nicht funktionieren. Aber so ist das Angebot nicht ausreichend. Da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube jetzt so, wenn ich es richtig interpretiert habe, zum Thema Viersen waren Sie jetzt nicht ganz auf einer Wellenlänge. Die Idee, grundsätzlich über die Grenze hinaus zu denken, ist gut. Nur verkehrstechnisch ist auch das schwierig. Aber da ist man bei einem anderen Thema. Da wäre dann vielleicht Krefeld leichter entlang der Bahnstrecke. Aber gut, für jemanden, der in Wachtenau oder Strahlen lebt, kann auch Süchteln eine Lösung sein. Ja. Herr Wegmann, Sie haben ja schon oft gesagt, dass es grundsätzlich ohnehin schon immer weite Wege sind, die Menschen aus dem Südkreis oder aus Rees auf sich nehmen müssen, auch unabhängig jetzt von dieser Thematik. Das wäre ja im Endeffekt was Sie als Landrat dann in einem Wisch fast machen könnten, oder? Ja, das wäre schön, aber ich kann ja nicht von jetzt auf gleich den ÖPNV komplett revolutionieren oder sonstiges. Das, was gerade gesagt worden ist, tatsächlich so, ich finde Süchteln eigentlich auch eine gute Idee. Leider Gottes ist tatsächlich so, wenn Sie von Kerken oder von Wachtenau nach Süchteln wollen mit dem öffentlichen Nahverkehr, sind Sie 3,5 oder 4 Stunden auch unterwegs, weil es gibt keine Direktverbindung. Ich glaube, von diesen 200 Menschen, jeder Mensch ist wichtig. Und zwar sehr, sehr wichtig, dass jeder Mensch auch diesen Anspruch hat, dass da quasi substituiert wird. Ich hatte schon überlegt, ich persönlich hatte überlegt, LVR hat auch, ich sag mal, eine Liegenschaft in Geldern, habe ich mal zwischendurch überlegt, ob man da vielleicht nicht eine Räumlichkeit nutzen kann. Auf der einen Seite, aber ich glaube, die Räumlichkeiten sind nicht, weil das eigentlich eine Tagespflege für Kinder und Jugend mehr ist. Das wäre eine Möglichkeit, aber man kann das alles mal andenken. Man darf in diesen Dingen nicht sagen, das geht nicht. Und vor allen Dingen auch, wir sind relativ schnell mit dem Zug in Kempen, wäre Kreis Viersen, gucken, ob da vielleicht niedergelassene Ärzte sind, die das übernehmen können. Und Krefeld natürlich auch. Man ist Krefeld am Hauptbahnhof, sind sie von uns aus, ich rede jetzt wirklich vom Südkreis aus, wir haben uns
uns ja letzte Woche auch in Duisburg getroffen. Da haben sie mich gefragt, wie lange sind sie gefahren, Herr Winkmann, habe ich gesagt, 22 Minuten. Also das heißt schon, ich wohne da schon nicht so schlecht eigentlich, wenn ich immer alles auf Kleve zentriert wäre. Ich glaube, dass wir da die Möglichkeiten ausreizen müssen, mit der Gastärztlichen Vereinigung zu sprechen, was geht Richtung Krefeld für bestimmte Personengruppen, was ist da möglich. Es gibt dort ganz viele Kliniken auch in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und ansonsten muss man auch vielleicht darüber nachdenken, ob es irgendwo die Möglichkeit gibt, jemanden auf Honorarbasis zu holen. Aber es ist einfach nur eine Idee. Was dabei nachher rauskommt, kann ich nicht sagen. Aber wenn wir nur einen Arzt, und der ist jetzt über 60, das stimmt natürlich in Geldern. Das ist aber überall so, gerade in den ländlichen Bereichen, dass wir da die Problematiken mit den Ärzten haben, gerade im Hausarztbereich. Nach und nach kommt etwas, aber sie haben halt wirklich Gebiete, wo nichts ist. Das heißt, das Problem, was wir hier haben, bei diesen 200 Menschen, gerade im Südkreis, das müssen wir angehen und müssen wir angehen, aber mit den verschiedensten Ideenansätzen. Ich glaube, es gibt nicht einen Ansatz für jeden, sondern wir müssen schauen, wo wohnt einer, in welcher Situation ist er, was kann ihm helfen. Was schwirrt Ihnen da im Kopf rum? Ich kann es nur bestätigen. Sucht trifft Ärztemangel. Ich würde tatsächlich mit der LVR-Klinik bei uns in Bettbrüchau sprechen, dass wirklich eine Dependance in Geldern geschaffen wird. Die Suchtambulanz macht eine hervorragende Arbeit und ich glaube, das kann auch, sage ich mal, zweigeteilt passieren. Eine in Bettbrüchau und eine in Geldern oder im Gelderland. Das nächste, was ich angehen würde, zu der KV. Die KV will ja, sage ich mal, das Angebot gerade Suchtkranken gegenüber wesentlich niederschwelliger, ich sag mal, durchführen. Da weiß ich ja auch nicht, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Aber wir werden irgendwann auch neue Ärzte in den Kreis Kleve kriegen, vor allen Dingen ins Gelderland. Ja, da bin ich also sehr von überzeugt. Und man sollte tatsächlich mit den neuen Ärztinnen und neuen Ärzten auch darüber sprechen, ja, von wegen, ob sich diesem Thema nicht auch, ich sag mal, zuwenden. Ja, dann haben wir eine relativ breite Basis, aber dafür brauchen wir tatsächlich viele Gespräche und ich bin bereit, diese zu führen. Was denken Sie? Also das Letzte, was ich gehört habe, das ist ja eigentlich das, worum es ging, weil das Thema ist natürlich dem, der es kennen möchte, schon lange bekannt, aber es ist halt aus meiner Sicht seitens des Kreises nicht so sehr viel passiert und das betrifft jetzt nicht nur die Suchtkranken, das betrifft die psychisch Kranken allgemein. Also wir könnten genauso, wie wir jetzt über die Substitution gesprochen haben, über die Versorgung von Menschen mit psychiatrischen Fachärzten sprechen im Kreis Kleve und ich sage, da kommt eine Katastrophe auf uns zu. Deshalb habe ich gerade wohlwollend genickt oder gehofft, dass Sie recht haben, wenn Sie sagen, Sie kriegen Ärzte in den Kreis Kleve und insbesondere auch ins Gelderland. Das werden wir sehr dringend brauchen und das ist ein Thema, was nur über Gespräche gehen kann, weil mir natürlich klar ist, der erste Ansprechpartner sind die kassenärztlichen Vereinigungen. Das haben wir auch über die PSAG Sucht versucht. Wir sind da nicht so auf offene Ohren gestoßen und da glaube ich, wenn die Politik versucht, Gespräche zu führen, haben wir einfach bessere Karten und das ist die Hoffnung, die ich hatte, als ich dieses Thema hier reingebracht habe, dass das künftig so sein wird. Was macht Sie denn so sicher, Herr Drissen, dass der Ärztemangel bekämpft werden kann? Also wir haben eine ganz andere Herangehensweise für uns entwickelt. Wir haben bei uns in der Gemeinde zwischen dem Einkaufscenter und dem Rathaus haben wir eine Fläche liegen, die im Moment Blühstreifen ist und einmal im Jahr wunderbar aussieht für 2 oder 3 Monate und haben verschiedene Investoren angeboten, wenn die Ärzte in die Gemeinde reinbringen, dass sie dann über den Kaufpreis, ich sag mal, den Gewinn machen. Das heißt, das Angebot ist, bei einem Grundstückswert 150 Euro pro Quadratmeter, bringst du mir einen Arzt, kostet es 100 Euro, bringst du mir 2 Ärzte, bekommst du das Grundstück für 50 Euro, bringst du mir 4 Ärzte, kriegst du es für 25 Euro. Wir haben einen Interessenten, der hat eine Kinderärztin und Allgemeinmediziner, ist gerade dabei, in Bayern noch weitere zu bekommen. Wir haben das aber auch mit Clivia besprochen. Wir haben das den beiden großen Banken, also der Volksbank und der Sparkasse angeboten, die ja, sag ich mal, auch ihre Fühler überall haben. Ich kann mir vorstellen, dass solche anders gedachten Ansätze tatsächlich Ärzte wieder in den Kreis Kleve bringen können. Ansonsten gibt es ja auch noch die Möglichkeit, von wegen Ärzte anzustellen. Es gibt 2 Kurorte, die ihre eigenen Ärzte angestellt haben. Aber nicht, weil die Ärztemangel haben, sondern weil die ganzen Kurgäste bzw. die ganzen Touristen bei dem einen Arzt, der vor Ort ist, dazu führt, dass, wenn er die behandelt, nachher weniger Geld bekommt, als er vorher mit den normalen Patienten verdient hat. Das ist heute das System von wegen der Kassenärztlichen Vereinigung. Für Sie auf jeden Fall schon mal schön zu hören. Es sind alle zum Dialog bereit. Alle haben Ideen. Alle wollen mit anpacken. Jetzt muss ich aus Zeitgründen
das ganze wunderbare Spektakel hier schon beenden. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, für Ihnen zu Hause vor dem Tablet oder vor dem Rechner auch. Es glaube ich, viele Antwortmöglichkeiten, viele Ansätze. Und vielleicht sind Sie jetzt ja auch schon schlauer, für wen Sie am 13.09. Ihr Kreuzchen in der Wahlurne machen. Wichtig ist, dass Sie wählen gehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bleiben Sie gesund.